Also nochmal, bleibt mal ruhig dran. Wir spielen jetzt zunächst Starlink auf der Switch, wo der Tom seine ganzen Star Fox Skills beweisen kann, die er zu Genüge hat. Und danach werde ich euch The Return of the Obra Dinn mal zeigen, und zwar den Anfang des Spiels, weil ich euch ja nichts spoilern möchte, was eines der einzigartigsten, ja, das ist ein Wort, coolsten Spiele ist, die ich so in langer Zeit spielen durfte. Habt ihr auch gerade durchgespielt, das war auch toll. Bin ich sehr, sehr, sehr angetan von. Und nun haben wir es auch hier geschafft. Wir haben ein Bild. So, da ist das Bild. Ja, ob das mit den Skills so klappt, das weiß ich nicht. Sind wir noch im Vollbild, Tom? Ich habe jetzt das Spiel wieder. Machen wir uns nochmal kurz ins Vollbild, weil der Alucard hat gerade gefragt, was ich für ein T-Shirt anhabe. Das würde ich sehr gerne mal zeigen. Ich finde das nämlich super geil, falls ihr euch das auch holen wollt. Ich komme mal. Sieht man das? Man sieht's. So, das ist Bionic Commando steht hier. Und das ist das Gesicht von Hitler, das vom Bionic Commando hier zerfetzt wird am Ende von dem Spiel. Gab es bei Fangamer. Da muss ich mir direkt begeistert kaufen. Da gibt es auch ein hervorragendes Dino Crisis Shirt, was auch extrem cheesy ist, das ich mir auch direkt gekauft habe. Das ziehe ich dann beim nächsten Mal hier an. So. Einfach mal ein bisschen Fangamer-Werbung zu machen, ne? Warum denn nicht? Ja, also nicht gesponsert. Das absolut, absolut nicht gesponsert. Ich habe selbst bezahlt. Dead Set, wenn Fangamer mir das zurückgestatten will für diese Werbung, sehr gerne. So. Also wir spielen Starlink. Battle for Atlas auf der Switch. Weil dort Star Fox drin ist. Das ist das Hauptverkaufsargument für die Switch-Version. Ja, wir haben es ja auch bei PS4, da muss ich es immer noch mal anwerfen. Ach, du kommst mir vielleicht mal mitbringen, fällt mir ein. Vielleicht ja, kann ich gerne. Morgen mal zu mitbringen. Und da werde ich dann auch mal ausprobieren, weil ich habe auch schon Bock, das so ein bisschen zu spielen. Obwohl ich auch weiß, das werde ich nicht so richtig lang spielen, weil ich halt oft gehört habe, ein paar Stunden hat man es auch gesehen. Genau, ich weiß ja selbst auch noch nicht, ob ich so richtig lange spielen werde, weil ich habe jetzt halt ein paar Stunden schon drin so, aber jetzt auch noch nicht so mega viel. Ich wollte mir übrigens den Pro-Controller mitnehmen, habe ich heute leider vergessen, deswegen spiele ich mit diesen zwei Dingern hier und möchte mich schon mal jetzt dafür entschuldigen. Das stand gerade seit Koop, was heißt das denn? Ja, man kann es wirklich zu zweit spielen, im Splitscreen, dann tankt aber die Framerate. Das hart. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber es geht. Aber kann man sich vorstellen, dass das im Splitscreen dann der Performance nicht so gut tut. Ich schau mal gerade, da hat nämlich was. Also tatsächlich haben sie das ein bisschen verändert. Den Sprite hier aus Bionic Commando. Genau, weil also diesen blonden Bart und diese blonden Haare hatte er, blonde Haare hatte er auch nicht, aber hier diesen blonden Schnäuzer hatte er im Original nicht. Ich glaube, das haben sie gemacht, damit das irgendwie rechtlich möglich geht, vielleicht. Aber es ist offiziell von Capcom. Vielleicht gibt es auch einfach, vielleicht sieht der im Remake so aus. Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir auch nicht sicher, aber es gibt ja auch das Bionic Commando Remake, wenn ihr da Bescheid wisst, falls ihr euch damit Hitler und Bionic Commando gleichzeitig auskennt, falls ihr dieses Venn-Diagramm seid, sagt uns Bescheid. Rearmed hieß das, ne? Das Remake? So, also. Starlink. Hört mal auf zu quatschen. Do a barrel roll! Okay. Es war ein Shut up, guys. Star Fox. Kannst du nicht schon fliegen? Ja, klar kann ich schon fliegen. Ja, das fliegt doch mal ein bisschen. Ihr könnt direkt mal sagen, wegen Spielton, ob ihr die jetzt so halbwegs zu laut ist, ob ihr sie noch versteht. bei uns sieht man, dass die Auflösung jetzt nicht die höchste ist. Das wird man, glaube ich, weniger sehen. Aber ja, genau, auf YouTube wird das nicht so sehr auf zu tragen. Auf der Switch sieht man das schon. Das ist jetzt, also ist der 1080p, glaube ich nicht, oder? Das weiß ich gar nicht. Es sieht nicht so aus. Ich guck mal nach, wenn du da. Es kann sein, dass es das nicht ist. Man sieht es auf dem Planeten eigentlich ein bisschen mehr als im Space. So, in Starlink, es ist unfassbar. Ich bin genau in so einem Story-Moment, wo die einfach nur quatschen die ganze Zeit. Da muss ich sie mal muten, weil mich lenkt das ab. In Starlink hast du mehrere Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen, beziehungsweise mehrere Ebenen, nämlich einmal hier in Space, wo ihr ja schon seht, hier in der Distanz gibt es Planeten und die kann man auch tatsächlich anfliegen. Die haben so eine Level-Einteilung, die sieht hier über dem Planeten, welches Level man selbst dafür am besten sein sollte, um da klarzukommen. Das verändert sich aber auch so ein bisschen, da habe ich noch nicht ganz durchgesehen, warum. Ich glaube, je nachdem, wie die Legion, die großen Gegner hier im Spiel, dass da gerade alles befallen. Und man reist aber nicht nur im Weltall, sondern man hat auch solche Sachen hier.
die Outlaw-Hideouts, also so riesige Schiffe. Können wir das kurz wertschätzen, wie dieses Schiff aussieht? Hat das einen riesigen Krokodil? Das ist so ein Maul, ja, genau. Da will ich nachher auch noch eins zeigen. Die sind jetzt aber auch krass aufgelevelt, nachdem ich gestern eine Story-Mission gemacht habe. Ihr seht ja, oder habt ja gerade gesehen, ich bin hier Level 9. Seht ihr links unten? Nee, ihr seht es wahrscheinlich gerade nicht, weil da unser Porträt drüber ist. Aber ihr seht es hier vielleicht noch mal. Ich bin Star Fox! Weil man nämlich Level-Ups hat in dem Spiel, die Piloten-Skills bestimmen. Und das sind diese Dinger hier. Und im Fall von Star Fox, sein Skill ist, dass er einen Kumpel reinholen kann, der dann Schaden macht. Und das kann man hier verbessern. Seht ihr hier, man kann den Schaden verbessern oder dafür sorgen, dass sich die Fähigkeit schneller wieder auflädt. Zur Character Customization komme ich aber gleich noch. Ich würde sagen, wir fliegen einfach mal einen Planeten an. Und zwar würde ich sagen, den hier. Ich mache mir mal einen Wegpunkt. Es ist wirklich immer noch sehr beeindruckend, wie sehr das nach Mainstream No Man's Sky alles aussieht. Mainstream No Man's Sky? Naja, weil das Konzept ja sehr ähnlich ist zu dem, wie du fliegen kannst und dann flüssig auf die Planeten fliegst und wieder hochfliegen kannst. Das sieht alles sehr ähnlich aus. Nicht ganz so gut natürlich, zwar auf der Switch. Auf der Switch, ja. Aber das wirkt halt, also ich glaube, die Idee entstammt da vielleicht aus dem ersten No Man's Sky Trailer. Ja, ich weiß es nicht so ganz. Also bei Starlink habe ich das Gefühl, es ist sehr viel mehr auf Kampf ausgelegt als auf jeden Fall. No Man's Sky. Das ist ein sehr anderes Spiel. Und diese ganzen zusätzlichen Elemente sind recht oberflächlich, aber die kann ich euch gar nicht zeigen. Aber das meine ich jetzt vor allen Dingen. Diese Fantasie so, das ist sehr ähnlich. Ich meine, das steckt ja auch in Elite und so. Oder in Haven, dem Videospiel. Hä? Ja, das haben wir ja auch auf PS2 rumliegen, haben wir noch nicht gespielt. Da gibt's das auch so ein bisschen. Hieß der vielleicht gerade auch Haven? Der hieß Haven, das ist ein schöner Zufall. Wow. Ich finde, es gibt trotzdem noch so ein paar, ich will nicht wieder zurück ins Wetter, so ein paar schöne Stellen im Spiel, je nachdem, wie die Lichtstimmung vor allem ist. Aber auf dem Planeten selbst sieht man halt auch manchmal, dass die Technik hier nicht die krasseste ist. Also der Grafikstil und diese Pflanzenstil, das ist alles jetzt nicht komplett unähnlich zu normalen. Nee, das stimmt. Also ich sehe, wie man da die Ähnlichkeit sieht. So. Aber spielerisch ist natürlich halt was sehr anderes. Also No Man's Sky ist da ja wirklich so ein Exploration-Survival-Spiel. Genau. Und das ist ja ein Ubisoft-Open-World-Kampfspiel. Genau, aber diese Elemente sind hier auf jeden Fall drin, weil du ja auch, ich kann ja mal gucken, ob wir mal ein bisschen Wildlife finden, mal irgendeine Kreatur, die hier rumrennt. Sieht wirklich krass viel besser aus, als wir das damals. Ja, ihr müsst euch vorstellen, also wir haben es. Hier fällt die Auflösung schon sehr auf. Ja, und die Framerate auch, weil das ist auch nicht komplett flüssig. Aber auf einem Preview-Event haben wir das gespielt und das lief halt nochmal mit 10 Frames weniger gefühlt. Oh, sehr gut. Reset Error ist down. So. Aber gab es auch die eine große Ankündigung gar nicht. Hier gibt es eben auch so Kreaturen. Ist das ist in dem Fall ein riesiger Käfer. Nee, das ist eine Korruption von der Legion, von den Gegnern. Oh, du kannst ihm helfen. Und dem kann ich quasi helfen. So. Ist ja cool. Jetzt haben wir dem geholfen. Aber man kann die auch scannen. Und das macht man, indem man einmal so um sie herumfliegt. Oh, ich mag das Interface, aber das sieht cool aus. Ups. Scan fail. Explodiert jetzt. So, und du siehst ja links oben, jetzt habe ich ihn. Ich habe schon mal zwei von denen gescannt. Mhm. Man muss immer drei scannen, war zumindest bisher immer so. Und dann kriege ich den Eintrag für diese Kreatur. Sind die zufallsgeneriert? Weil das fühlt sich alles die sind nicht zufallsgeneriert. Okay, diese Stimme war auch gerade voll ähnlich zu der No Man's Sky. Soweit ich weiß, sind auch hier die Planeten nicht zufallsgeneriert, das sind ja auch nicht so viele. Mhm. Also, weil No Man's Sky ist ja der Twist oder das Besondere auch, ist es halt endlos. Ja. Und das hast du ja hier nicht. Du hast ja. Komme ich hier auch noch mal auf die Galaxiekarte? Ja, genau. Du siehst ja hier, das ist ja festgesetzt, die Größe des Spiels. Das ist auch die komplette Karte? Also, soweit ich weiß schon. Okay. Ich war bisher wirklich nur hier auf den drei Planeten und auf dem hier und halt so ein bisschen im Space unterwegs. Und hier kommen ja dann die wirklich ein bisschen schwereren Planeten, wo ja auch hier steht, dass der Dark Sektor, in Klammern hart, wo es wirklich ein bisschen schwerer werden soll. Und da geht's dann wahrscheinlich ab. Aber man macht halt auf dem Planeten schon immer das Gleiche, weil ihr müsst euch vorstellen, das sind jetzt auch teilweise optionale Sachen und dann aber auch nicht so richtig, weil man ja leveln muss. Ihr seht ja rechts diese Leiste, ne? Das Rote ist die Legion und das Grüne ist Atlas, das Orangene ist Atlas. Okay. Und das war auch ein bisschen mit Orange und Rot gegen als gegenüberliegende Farben, ja. Aber es huckt, ne? Also ich will ja versuchen, möglichst die Legion zurückzudrängen und kann dabei Atlas helfen, indem ich mir hier Outposts baue auf diesem Planeten. Und wir können einfach mal, wir fliegen einfach mal zu einem hin. Kannst du einen kompletten Planeten umfliegen? Ja, ne?
Ja, ja, ich kann auch jetzt hier so sagen, ich flieg wieder. Was? Also, dass ich nicht nur auf dem Dings bin. Okay. Und flieg dann halt drüber über alles. Das geht auch. Wie in Megaton Rainfall. Kann auch hier weiterhin kämpfen. Ja, nicht so ganz so krass wie in Megaton Rainfall. Und flieg dann zu meinem Ziel. Gibt's denn... Also du bist ja nie aus deinem Raumschiff da raus, oder? Nee, man ist immer im Raumschiff. Okay, das heißt, du bist ja auch nie in Innenräumen, oder? Ja, doch. Es gibt ja manchmal so Sachen, wo du reinfliegst. Zeige ich nachher. Aber ich denke mir gerade nur vor, dass das ein bisschen ermüdend sein kann, immer auf diesen endlosen grünen Weiten unterwegs zu sein, ohne dass man irgendwas... Also zumindest bisher nicht, weil du ja auch viel dann im Space bist. Mhm. Und dann so Sachen hast wie diese großen Raumschiffe, gegen die du kämpfst, wo du dann teilweise auch wirklich reinfliegst. Mhm. Aber wie gesagt, zeige ich noch. Trotzdem ist alles sehr auf Wiederholung aufgebaut, weil ihr müsst euch vorstellen, das hier ist jetzt ein Observatory. Das hilft mir dabei, die Map aufzudecken und gibt mir Hinweise. Und dem kann ich jetzt sagen, offer help, und dann geben die mir Quests. Für die Quest bekomme ich EP und das links oben, Ethereum heißt es hier, das ist quasi die Währung. Und ich bekomme meistens noch Mods, und Mods sind mein Hauptpunkt, mit dem ich mein Schiff aufbaue. Und dabei würde ich denen helfen, sich zu entwickeln, weil ihr seht ja eine 1 neben dem Hooded Narrow Observatory, das ist das Level von dem Ding. Ich könnte denen jetzt Ressourcen geben. Ich habe halt gerade einfach nichts, was sie brauchen. Das ist so krass wie No Man's Sky. Ich bin wirklich leid, Tom. Das kannst du aber auch mit Nerven. Das kannst du auch besser beurteilen, weil so viel No Man's Sky hier nicht gespielt. Ja. Und durch diese Ressourcen, die ich denen liefere, kriege ich wiederum ein bisschen Ethereum, aber ich helfe denen auch, sich weiterzuentwickeln. Oder ich mache einfach direkt Upgrade to Level 2, und da seht ihr, es kostet 20.000, das mache ich mal, das kann ich mir leisten. Und dann werden die einmal geupgradet. Oh, das mag ich nicht. Oha. Und dann hat sich jetzt der Atlas-Prozentwert so ein bisschen verbessert. Und ich könnte es jetzt theoretisch noch weitermachen. Und ich könnte ihn auch ersetzen, weil du kannst an diesen Basen mehrere Sachen bauen. Ich könnte auch eine Refinery bauen, dann kriege ich immer wieder Electrum, also immer wieder Währung. Ich kann was bauen, wo ich immer wieder Mods bekomme oder mir sogar dort kaufen kann. Oder ich kann was bauen, damit dieser Planet verteidigt wird in meiner Abwesenheit, weil die Legion konstant auch wenn du angreift. Das weiß ich gar nicht, ob da was passiert. Ja keinem, also ich glaube nicht. Du siehst ja keine anderen Spiele oder so, das ist alles Singleplayer, ne? Genau, ja. Das ist alles Singleplayer. Und wir gehen einfach mal hier zu diesem Unknown Signal. Das ist nämlich so ein typisches Das ist so ein Ubisoft hat, weil überall da kannst einmal du umrahmen. Ja, und dann gibt es aber auch die Wegpunkte, und da links Seed of Life, Location, oben die Währung. Und ich kann oben rechts die Mission durchkoppeln. Hier ist auch das ist die Star Fox Mission. Mhm. Die schickt mich aber gerade ins schwere Gebiet rechts oben auf der Star Map, wo ich so gesagt habe, nope, da gehe ich noch nicht hin. Und die Hauptmission habe ich jetzt aber auch noch nicht weitergemacht. Und es gibt auch so Kleinigkeiten, wie ich kann ja springen, ne? Auch währenddessen, weil ich ja gerade nicht fliege, sondern nur hover. Und dann gibt es so Sachen wie und das gibt mir links so ein Trick-Ding. Und das kann man miteinander verbinden, um so ein bisschen Bonus-EP zu bekommen. Nämlich eigenartigerweise an Spider-Man. Da gibt es das nämlich auch. Wollte ich auch sagen. Ja. So, wir machen mal, bevor wir das machen, das hier. Das sind nämlich auch so Dinger, die du immer wieder findest. So gecrashte Raumschiffe, die man decoden kann. Während man das tut... Gott, warum ist das so viel hart überall? Während man das tut, kommt die Legion. Ja. Und gegen die kämpft man dann. Und hört mal hin, ich mach mal mein Special. Ist die Musik oder? Ja, das ist das Canaria-Theme. Und da ist er. Und jetzt hilft er mir. Oh, das ist cool. Ja. Und dadurch, dass Fox auch so in die Story so ein bisschen integriert ist, fühlt sich's einfach an wie ein bisschen komisches Star Fox-Spiel. Nicht wie im Interface, ist furchtbar. Ja, ich bin schon so gewohnt, das Ganze. Ja, was mir jetzt so auffällt, also erstmal das Hacking-Symbol ist völlig unnötig riesig und mittig, aber immer rechts, wenn irgendjemand redet, also die Sage-KI auch, hat die so einen riesigen blauen Kreis, der einfach erscheint und für nichts da ist. Ich habe übrigens gerade, das können wir dann gleich nochmal zeigen. So, jetzt haben wir's. Es ist ganz witzig, ich habe da, ich habe mich mal gelöscht. Ich brenne. Das ist mir selbst gar nicht so sehr aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, gerade jetzt im Kampf noch mal mehr, oder kämpfe ich ja noch, weil ich finde das Interface auch zu groß, beziehungsweise hätte gerne eine Option, es zu individualisieren. Ja, was komisch ist, weil Ubisoft ist da normalerweise gut drin. Genau, fand ich nämlich auch komisch, weil wenn ich hier in die Options gehe, Gameplay, ne, ich kann hier so ein paar Sachen machen,
ich glaube, so leichte Anpassungen gehen, aber Subtitle Backing Opacity. Ja, doch, hier kann ich Sachen machen. Okay, ein bisschen was. Ich kann sogar sagen, alles off. Ah, okay. Ja. Oh ja, dann das hat ist besser. Dann haben die eigentlich da genau das, was man sich erhoffen würde. Ich meine, so könnte ich es nicht spielen, nee. Aber. Das Spiel wirkt sehr darauf ausgelegt, dass hier alles angezeigt wird. Okay, war der Mann. Ah, Display Pilot. Das hat mir die ganze Zeit unten links das ganze Zeit Star Fox zu sehen. Nochmal During Conversations. Siehst du, okay, dann habe ich das irgendwie übersehen das beim ersten Mal. Display Electrum and Nova when collecting. Display Flight and Towing Prompts. Ja, das ist okay. Display Interaction Prompts ist auch okay. Display hat Frame. Borders at the Side. Das kann doch ausmachen, oder? Nee. Minimap brauche ich aber. Sieht vielleicht ja schon ein bisschen besser aus. Nicht wirklich. Nee. Naja, unten links, also das ist Star Fox ist nicht mehr so die ganze Zeit. Ja. So, das sind so Sachen, das ist dieses Mineral, das kann ich sammeln und dann an diesen Outposts geben. Ich wollte ja auch gerade irgendwo hin. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das, dass die Auflösung auf der anderen Version, was kannst du besser sagen, besser aussieht, weil das nicht so groß ist. Müsste ich nochmal anschmeißen. Habe ich jetzt gar nicht im Kopf, ehrlich gesagt. Ja, das Raumschiff stammt als Mysterio auch aus Star Fox. Das genau, das ist der Arum. Und das kann man ja auch selbst customizen, was wir bestimmt gleich nochmal sehen. Genau, das machen wir gleich noch. Ich wollte nur erstmal ein bisschen. Also, ja, auf jeden Fall. Das ist ein relativ großes Ding. Man kann in dem Spiel halt, weil das ja auch ein Toys for Life Ding ist, was wir jetzt hier nicht zeigen. Aber du kannst ja halt Spielzeug kaufen, was du dann an den Controller dran stecken kannst. Und dann kannst du das einfach während du spielst umstecken und dann im Spiel übertragen, wie du das halt auch aus Disney Infinity und Co. kennst. Aber optional kannst du auch all die Sachen halt im Spiel selbst einfach digital dann holen und so dann in Menüs jederzeit auswechseln. Ich muss jetzt hier übrigens am Rand diese Kugeln platt machen, um das hier zu öffnen. Und jetzt will ich das platt machen, muss aber auch diesen Laser hier ausweichen, die währenddessen kommt. Ja, also das war das, was man auch gespielt hat. Genau, sowas haben wir auf dem Preview-Event auch gemacht. Und dann macht man so einen Extractor platt. Und das sorgt dann dafür, dass der Legion-Einfluss geringer wird. Und ich glaube, wenn man 3 Extractor platt gemacht hat, sorgt man auch dafür, dass so ein, wie hießen die nochmal? So ein Behemoth oder so, ich glaube, die haben einen anderen Namen in dem Spiel, halt so vierbeinige, stapfende Monster kommen und die muss man dann platt machen und das wiped dann wirklich einmal den Legion-Einfluss. Twitch Defense Force fragt, ob man auch so in den Kämpfen in den Flugmodus gehen kann und so auf die schießen kann oder ob man nur im Schwebemodus. Also hier bei dem Extractor kann ich nicht fliegen, weil dieser Nebel, den der verursacht, dafür sorgt, dass ich auf dem Boden bleiben muss. Aber per se, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Outlaws stoßen würde, dann könnte ich auch einfach sagen, okay, ich fange jetzt an zu fliegen und baller dann hier so auf die runter, also das geht. Stell dir mal vor, Red Dead Redemption 2 würde im Weltall spielen, auf anderen Planeten, da bist du ein Outlaw for life. Weird. Obwohl so Westerns, Space Western ist ja ein Ding. Ja. Und ich finde, wenn du so gegen das Licht fliegst und so, dann kommt die Art Direction doch noch ganz gut rüber. Ja. Also ich finde wirklich und ich stelle gerade wieder fest, dass ich die Analog-Sticks dieser Joy-Cons nicht so sehr mag. Ja, die sind ein bisschen eklig. Ach, hier ist auch wieder ein Quillheart Elch. Oh, der ist auch corrupted, sehe ich gerade. Dem helfen wir mal. Sehr gut. Huch, was ist denn hier los? Ach, wo wir gerade von Outlaws gesprochen haben. Bisschen, jetzt kann ich halt sagen, ich finde das halt nicht sehr angenehm, so zu kämpfen, weil ich nicht zielen kann währenddessen. Aber es geht. Aber das geht, ist cool. Und es gibt auch diese Behemoth-Viecher, da gibt es spezielle von, so richtig große, in deren letzten Phase musst du tatsächlich fliegen, weil die den Boden komplett in Flammen setzen. Da sagt dir das Spiel wirklich, flieg jetzt. Und dann fliegst du wirklich so um den herum und musst den in seinen, also das hat so, ist so wie ein Skorpion aufgebaut, den musst du in den Schwanz schießen. Das ist ganz cool. Die Frage kam selbstverständlich von Cappy. Ich glaube, Twitch Defense sollte das ganz explizit nicht wissen. Was? Mit dem Fliegen und Kämpfen. Ich habe gesagt, dass Twitch Defense Force diese Frage gestellt hat. Es war aber Cappy. Ach so. Ich möchte ihn für entschuldigen, weil ich weiß ja nicht, ob, also wie seine Meinung zu dieser Frage war. Es ist möglich, dass Twitch Defense Force diese Frage explizit nicht mochte und ich ihm gerade trotzdem Credits halt habe. Das ist richtig, und das würde mir sehr korrigieren. Leid. Das ist ganz wichtig, ja. Entschuldigung, liebe Leute. Da ist es, dieses komische Vogel-Elch-Wesen. Das ist ganz cool. Tschüss, Vogel-Elch. Es kam jetzt gerade gestern oder vorgestern einen neuen Trailer für einen neuen No Man's Sky Update. Hast du es gesehen? Nee. The Abyss, was halt sich komplett mit der Unterwasserwelt beschäftigt. Oh, cool. Das dafür halt alles neu, also das neue, ganz neue Generating hat und man da unten die Basen bauen kann und
du dann Jetpack benutzen kannst und es neue U-Boote und so gibt. Das ist wirklich krass. Also, dieses Spiel wird mit jedem neuen Update mehr zu seinem eigenen Sequel. Und ich finde, das war es. Das ist wirklich, eigentlich wirklich ganz schön formuliert. Ja. Also, du könntest jetzt, würde ich argumentieren, wenn du dir jetzt alles nimmst, was seit diesem neuen großen Update von Anfang des Jahres reinkam, und du das alles verkaufen würdest, könntest du das No Man's Sky 2 nehmen. Ja. Was ich sehr, sehr, sehr cool und beeindruckend. Dann kämen aber die ganzen Leute und würden sagen, das hätte schon im ersten drin sein sollen. Sure. Normalerweise bleibt übrigens, bleiben die Leute nicht so lange, die ich mir hier hole, also Slippy und Co. Weil er ist ja immer noch da. Ja, er ist halt das Corneria-Team. Das ist das, okay. Aber das kann man halt verbessern. Und hier gibt es manchmal auch solche Sachen, wo man dann in dem Fall mit Feuer dagegen kämpfen muss und dann muss ich diesen Vault hier aufreißen. Aber ihr müsst euch vorstellen, dieser Turm, dieser Vault, das sind Sachen, die gibt es auf jedem Planeten. Ja, ja. Das machst du halt ganz oft im Spiel, um diesen Legion Progress wegzuhauen. Und hier drin gibt es dann einen Cache. Weiß ich auch, warum es nicht so viele Innenräume ausgibt, weil die sehen ja aus. Junge, Junge. Ja, vor allem auf der Switch. Ja. So, und hier gehen wir jetzt wieder raus. So, und ich glaube, jetzt können wir mal... Jetzt habt ihr so eine ungefähre Idee, wie das Spiel so aussieht in Aktion. Jetzt können wir mal die Charakterindividualisierung zeigen. Die ist nämlich ganz cool. Da gibt es zum einen, ich fange mal mit den Mods an, weil die sind jetzt optisch erstmal nicht so spektakulär, aber spielerisch so, jetzt wichtig. So, das ist interessant, ja. Weil ihr seht ja die verschiedenen Mod-Slots. Am Anfang hat man nicht so viele, die muss man auch erst freischalten. Spirits heißen sie, glaube ich. Die Spirits, genau, von den gefallenen Raumschiffen. Ich glaube, das ist Kirby. Und ihr seht ja auch direkt, was das macht hier. 65% Pilot Ability Charge Speed, damit sich meine Superfähigkeit schneller regeneriert. 400 Weapon Energy on Reflect, weil man auch Sachen reflekten kann mit einem genauen Block, weil man kann ja, warte mal, ich kann ja das hier machen und dann kriege ich so ein Schild und du siehst ja, dass es meine Energie wegnimmt links. Und wenn ich das mache, genau in dem Moment, in dem etwas auf mich zukommt, reflektiere Perry, ich es. Yeah. Und das hier reflektiert auch. Das ist, aber geht aber nur im AOE. Das waren jetzt nur Statuswerte, die du da geändert hast, ne? Das war jetzt nichts Optisches auch. Nee, genau. Diese Mods sind nur Statuswerte, aber die Mods sind die hauptsächliche Möglichkeit, deine Statuswerte zu verbessern. Ja. Und sind ja ganz klassische Seltenheitsstufen hier. Und du kannst die auch noch verbinden, wenn du irgendwie drei von denen hast, kannst du die zusammen machen zu einem stärkeren, dann wird's grün. Wenn du dann mehrere von den grünen hast, kannst du die verbinden zu einem stärkeren, wird dann blau und so weiter. In Waffen funktioniert das genauso. Hier habe ich jetzt den Flammenwerfer, den habe ich schon abgegradet. Und da habe ich halt auch ganz viele Mod-Möglichkeiten. 15% Chance to knock back or stumble enemies. Oder hier Heat Damage erhöhen. So Klassiker eigentlich in ganz vielen Fällen. Und das finde ich auch recht motivierend, diese Mods zu sammeln und einzuslotten, weil man halt auch merkt, dass man stärker wird. Was ich immer sehr wichtig finde. Dann, wie gesagt, die Pilot-Skills. Habe ich ja vorhin schon so ein bisschen gezeigt. Die ändern sich halt auch, je nachdem, welchen Piloten hast. Und das Wichtigste, das Layout vom Schiff an und für sich. Ja. Wo ich den Kern ändern kann. Und ich habe jetzt diese linken drei, sind die ich habe. Die rechts sind noch zusätzlich. Die müsste man sich halt holen. Das alles, also das unter, das hast du selbst gebaut offensichtlich, oder? Weil das so ein... Naja, genau. Ich wechsle jetzt gerade nur die Mitte aus. Okay. Weißt du? Ja. Weil das hier ist ja jetzt der Star, der A-Wing, so wie er halt ist. Nur mit den Waffen, die du draufgesetzt hast, nur mit den Waffen, oder? Die ich draufgesetzt habe, genau. Aber selbst da könnte ich schon sagen, naja, komm, ich nehme mal die Dinger weg. Und ich könnte jetzt schon so spielen. Oh, wie cool. Und dann bin ich halt nur so ein... Das ist ja super. Kannst du noch fliegen? Ja, ja, ich kann auch noch fliegen. Das ist ein bisschen seltsam. Bin so eine Rakete. Das wirkt nicht sehr aerodynamisch, aber das ist ja super cool. Und jetzt habe ich es mal wieder drücken. Star Fox hat ganz schön schwierige Zeiten erlebt. Ist ganz schön krass mit dem Budget. Wir mussten ein paar Sachen cutten. Star Fox Zero, ne? Das lief nicht so gut. Ich habe keine Flügel mehr. Und von allen Raumschiffen, die ich registriert habe, kann ich jetzt die Sachen hier ranpappen. Und das Coole ist, ich kann sagen, ja, okay, ich nehme jetzt das hier und dann noch weiter nach links packe ich jetzt mal das hier und dann noch weiter nach links packe ich jetzt das hier. Das sind alles Flügel, ne? Das sind Flügel. Du hast gerade drei Flügel aneinander gepackt. Richtig, und die haben ja auch Stat-Verbesserungen, wenn du jetzt mal in der Mitte da guckst. Defense machen die hier, der hier macht Handling und der hier auch. Und ich kann das aber auch
nicht asymmetrisch machen. Du kannst es asymmetrisch machen. Ich kann es asymmetrisch machen. Und kann jetzt sagen, okay, ich mache jetzt das und dann hier noch so ein Ding. Und dann habe ich hier den übelsten, die Abomination eines Flugzeugs, aber kann halt damit trotzdem noch rumfliegen und kämpfen. Und das mag ich sehr gern, dass es dir diese Freiheit lässt, auch ja, ein bisschen scheiße auszusehen. Und du kannst es halt auch, mit, wenn du die Toys hast, mit den Toys in echt genau, machen. Genau, genau. Also du würdest dann genau dieses Ding auf deinem Controller richtig haben und dann so ungefähr 10 Minuten vor der vor Reichtum stehen, weil du Nintendo verklagen kannst, weil du damit versehentlich deinem kleinen Bruder die Augen ausgestochen hast. Also alle gewinnen da. Ja. Und das hat also jedes dieser Flügel hat ja bessere Stats gemacht, mehr Handling, aber du wurdest dadurch schwerer. Genau. Was bedeutet das, wenn du schwerer bist? Weil das war ja der einzige Malus, der, glaube ich, dadurch entstand. Ansonsten würde es doch, glaube ich, Sinn ergeben, einfach so viele Flügel aneinander zu packen, da wie geht, oder? Könnt ihr mir mal helfen. Ich glaube, man wird tatsächlich schwerfälliger. Also das, so hier dieses Ausweichen, was ich jetzt hier mache, wenn ich nach links drücke und A, dass das langsamer wird und so. Aber ich wie Dark Souls. Wir können es ja mal testen. Ich bin jetzt hier so, ich mache jetzt links und rechts. Das sind so jetzt meine Ausweichen. Ja. Und so drehe ich mich. Genau, mach mal alles wir weg. Wir machen jetzt mal alles weg. Weil so richtig selbst habe ich das, ehrlich gesagt, noch gar nicht getestet. Sieht genau so aus. Obwohl, nee, du weiter. Geht deutlich weiter weg. Ja. Also man wird, glaube ich, mobiler dadurch. Okay. Cool. Und was auch ganz nett ist, ist das hier Loadouts. Also ich habe hier zum Beispiel eins, wo ich mit Chase das sind die kompletten dann, Schiffe, und mit Levi und dann kann ich sagen, okay, ich bin jetzt halt auf dem und habe dann hier logischerweise meine, also andere Mods drin und habe andere Skills, aber er ist jetzt noch nicht so weit gelevelt, deswegen mit ihm kann ich jetzt noch nicht so viel machen. Du hast jetzt daher 3 Schiffe gehabt, ne? Genau. Hat man die normalerweise im Spiel? Hast du da schon welche registriert über digitale DLC? Hast du so schon welche in der Story bekommen? Wie funktioniert das bisher? Nee, also in der Story bekommst du Schiffe und Waffen von dem, was ich bisher gesehen habe, gar nicht. Die also funktionieren. Diese 3, also okay, nicht, lass mich erzählen. Die funktionieren, das hier, diese Sachen, funktionieren nur über das, was du hast, wenn du es kaufst. Es gibt ja verschiedene Versionen. Ich habe jetzt hier diese Star Fox-Version gehabt, das heißt, der A-Wing war dabei. Und ich glaube, das Schiff ist standardmäßig auch registriert. Mhm. Das hier musste ich aber erst, das war beim Presseexemplar dabei. Als Figur. Als Figur bei der PS4, also das haben wir physisch. Und das registriere ich dann, das packe ich einmal rauf. Und dann habe ich es, glaube ich, für 7 Tage oder so, oder auf jeden Fall für ein paar Tage digital. Aber es würde wieder auslaufen, also ich habe es nicht für immer. Außer ich hole es mir digital, dann hätte ich es für immer. Oder du steckst es halt nochmal drauf. Genau, oder ich steck's dann halt nochmal drauf. Und mit den Waffen funktioniert es genauso. Also das ist. Hattest du zum Start 2 Schiffe? Wenn du das gekauft hättest, die Star Fox-Version? Ich glaube ja, mit der Star Fox-Version hast du 2 Schiffe, 2 Piloten und ein paar Waffen. Okay. Und hier habe ich ja auch so ein paar mehr Waffen registriert, aber halt nur, ich habe Heat-Waffen, Feuerwaffen und Eis und eine Kinetic-Waffe. Und die haben halt immer unterschiedliche Stärken gegen andere. Aber hier gibt es zum Beispiel noch diese Gravity-Waffen und diese Stasis-Waffe. Habe ich halt einfach nicht. Müsste ich mir jetzt kaufen, wenn ich damit spielen wollen würde. Und das heißt, es gibt auch manche Truhen im Spiel, für die braucht man ein bestimmtes Element. Die kann ich einfach nicht öffnen, bis ich mir diese Waffe kaufe. Aber du weißt auch sicher, dass du die nicht freischaltest im Spiel? Nee, 100% sicher bin ich mir nicht. Aber ich habe ja jetzt schon diverse Stunden gespielt und alles, was ich freischalte im Spiel, sind halt Level-Ups für meine Charaktere, mit denen ich die neuen Skills machen kann und Mods. Mhm. Was kostet denn so ein Schiff? Ich kann hier mal kurz gucken, was man wie jetzt so alles bei Amazon. Also, digital hast du, weißt du, wie viel man dafür digital bezahlen würde? Sonst gucke ich es auch mal nach. Ich kann, glaube ich, gerade nicht nachgucken, weil ich glaube, unser Dings ist nicht online. Nee, wenn du es nicht weißt, dann gucke ich hier selbst eben nach. Ich habe hier ja mein Pad. So, gucken wir mal bei Amazon, was da so bei Starlink kostet. Ich probiere mal, vielleicht haben wir ja eine Online-Connection. Bei Amazon könnte man über unseren Affiliate-Link direkt alle Schiffe kaufen, was natürlich empfehlenswert wäre. Hier siehst du es. 15 Euro. 15 Euro für, das ist dann das Schiff? Das ist ein Schiff, ein Pilot und 2 Waffen. Ja, genau. Und Pilot einzeln 6 Euro, Waffen einzeln 4 Euro. Genau, das da oben, das meinte ich mal zu dir, das ist für 70 Euro zusätzlich, also es ist halt nur DLC, bekommst du halt alles, was es Also dazu muss man auch sagen, ich habe jetzt die Star Fox-Version kostet auf Amazon, glaube ich, 63 Euro. Also da bin ich gerade sehr positiv überrascht von. Also, das ist aber nicht der UVP. Ja, ist ja egal. Genau. Es ist ja von Amazon auch selbst verkauft, ist jetzt kein zweiter, irgendwie sekundärer. Und ich finde 63 Euro für dieses Hauptspiel mit einer fetten, also und das ist ja eine hübsche Figur, wie ich das finde. Das stimmt, ja. Ich finde, das ist schöner Plastikkram, den man sich auch mal ausstellen könnte. Also den A-Wing kann man, wie ich finde, wunderbar irgendwo hinstellen. Den mag ich auch sehr gerne. Und dafür 63 Euro finde ich voll okay. Kostet normalerweise 80 Euro, kostet digital 80 Euro. Das war auch deutlich mehr drin, muss man dazu sagen. Die
Ja, es sind ein paar mehr Piloten mit dabei und Waffen. Ja. Die Standardversion, wenn ihr einfach nur Starlink digital spielen wollt und das im Nintendo eShop runterladen wollt, kostet es 80 Euro. Und das finde ich hart. Warum gibt es denn keine Version, die normale 50 Euro kostet, wo ich von mir aus nur einen Piloten habe und zwei Waffen, aber ich kann halt das Spiel ganz normal spielen, weil du brauchst den Kram ja nicht zwingend. Ja. Also 80 Euro einfach als Standardpreis ist doch der Hammer. Und dann zahlst du 100, wenn du alles haben willst. Also dann hast du die digitalen Sachen alle mit drin. Nee, das ist mir ein bisschen. Ich guck mal gerade, wie das bei der Xbox ist, einfach weil ich jetzt Store da. Ich glaube, sie verbauen sich halt ein bisschen was durch diese Preispolitik. Das finde ich ein bisschen bedauerlich. Ich mache mir mal meinen Arwing wieder normal hier. Ich kann gerade nicht in den Chat gucken. Ich hoffe, das ist okay, Leute. Ja, wir hören gerade eure Kommentare nicht. Falls wir also gerade offline sind oder es Audiofehler gibt, tut mir leid. So, wir gehen mal wieder in Space. Ich will mal gegen so einen Outlaw-Schiff. Da haben wir gar nicht so viel gesehen, stimmt. Dieser Übergang hier ist übrigens auf der Switch nicht so schön wie auf dem Dings, weil die Wolken ploppen gleich einfach weg und sind auch viel zu pixelig. Oh ja, okay. So, was haben wir denn hier bei Starlink? Wir haben einmal... Wo bist du jetzt? Auf dem Xbox Store. Ist ein bisschen einfacher, auf dem Tablet zu durchgucken, aber es wird ja auch genauso sein. Also, Starlink Battle for Atlas. Gibt's zwei Versionen, wie du sagst. Einmal für 80, einmal für 100 Euro tatsächlich. Auch auf der Xbox? Mhm. Oh, krass. Und die 80-Euro-Version hat 4 Raumschiffe. Okay. Also, das ist halt schon 4 Raumschiffe, 6 Piloten, 12 Waffen. Das ist verglichen mit den 63 Euro, die du für die Retail-Version kaufst. Da ist halt, sind halt 2 Waffen bei und ein Raumschiff, weil du das ja als Plastikversion hast. Und ich finde halt, ja, 80 Euro ist dann schon ein ordentlicher Preis für das Hauptspiel, aber du bekommst. Ja, aber ich finde dieses Argument aber komisch. Du bekommst schon ein bisschen was für, weil dieser Kram war ja in jedem anderen Spiel standardmäßig einfach dabei. Auch. Das ist hier ja total künstliches. Und ich kann es verstehen, wenn man das Spielzeug dazu verkaufen will, weil klar kostet das dann in der Herstellung allein schon mehr. Aber es hat halt keinen Grund, digital mehr zu kaufen. Ich sehe das halt so gerade, also ich würde dir auf jeden Fall nicht widersprechen. Ich sehe es halt so gerade, dass das erste Toys for Life Game dieser Art ist, wo du die Sachen digital kaufen kannst. Und dann sogar mehr für den gleichen Preis bekommst. Ging das bei Disney Infinity und Co. gar nicht? Nee, das sind ja alles, die einzige Art und Weise, diesen DLC zu kaufen, ist halt einfach als Figur. Ach so, okay. Und das heißt, da bezahlst du für jeden dieser einzelnen DLCs 15 Euro. Hm. Und das ist das erste Spiel dieser Art, was ich kenne, wo du einfach sagen kannst, Figuren möchte ich nicht haben, ich kaufe mir das alles digital. Und dann finde ich halt sehr gut, dass sie etwas geschafft haben, wo sich der Retail eigentlich immer sehr gegen wehrt, ist, für einen Preis halt mehr zu bieten. Ja, weil für diese 80 Euro ist ja der gleiche OVP wie die 80 Euro auch für diesen einen Bundle mit dem einen Raumschiff, dass du hier dann 4 Raumschiffe bekommst. Aus der Sicht finde ich es dann gut, aber ich verstehe auch voll, was du sagst. Ja, wie gesagt, ich glaube, es steht dem Spiel dann in Deutschland spezifisch oder generell in Euro-Ländern im Weg, weil in den USA kostet die digitale Version einfach 60 Dollar. Das ist ein stinknormaler Preis. Hm. Das hier ist übrigens, man wird manchmal so interrupted von Outlaws und dann muss man durch diese Löcher hier durchfliegen, damit man nicht in deren Falle tappt, weil dann kommen die und dann hat man einen Space-Kampf. So wie jetzt gleich. Was willst du eigentlich noch zeigen? Ich wollte jetzt noch einmal zu so einem Outlaw-Stützpunkt gehen und danach sind wir durch. Okay. Seht ihr ja auch gerade, wie der Space-Travel funktioniert mit dem Hyper-Space. Die sind hier auch nicht so stark, die Typen. Ich finde es so witzig, wie die sagen Retreat, die sind gerade explodiert. Ja, das ist wie die Gameplay-Demo zu Cyberpunk, wo der eine schreit, no, und dann aktivierst du die Zeitlupe und schießt dir den Kopf weg. Und der schreit so, no. Ja, der Schrei geht weiter, stimmt. Warning. Alter, ja, ist ja gut jetzt. Oh, ich flieg schon wieder rein. Goddamn. Wo du eine Sache, die mir gerade einfällt, wo du immer Patch statt Tablet sagst. Du sagst immer antiklimatisch statt antiklimaktisch. Wo heißt das antiklimaktisch auf Deutsch? Das hätte ich nicht gewusst. Wäre mir jetzt neu, ehrlich gesagt. Das ist ja wie invasieren. Invadieren, ja. Das ist so gut, dass wir so kluge Zuschauer haben, die uns diese deutsche Sprache, diese komplizierte, beibringen. Wir haben das ein bisschen die falsche Reihenfolge gemacht. Normalerweise solltest du, bevor du beruflich was mit der deutschen Sprache machst, die vorher lernen. Aber wir haben da einen ganz guten Feedback gefunden, dass wir mit etwas Geld verdienen, was wir nicht können, aber dann dadurch wiederum lernen, weil wir damit Geld verdienen. Ja. Sehr geschickt. Weil im Englischen heißt es auch Anticlimactic. Anticlimactic. Ist da ein C bei?
Holy shit, das ist ja schon wieder im Kopf. Ist da ein C im Englischen bei? Holy shit. Weil das, so, hätte ich das hier ist übrigens. Oh, das sieht super cool aus. Dann habe ich das noch nie in meinem Leben richtig gesagt. Oder auch hier. Ich habe auch noch nie jemand verbessert. Ja, natürlich. Oh Gott. Das wussten wir beide nicht, oder? Kann das sein? Naja, also ich habe jetzt nicht. Oder du hast es gerade gesagt, aber ich habe es gesagt bemerkt. Und dabei gemerkt, ja, okay, ist ein Ziel. Oh Gott. Nee, das habe ich nie gemacht. Ich habe immer anticlimatic und antiklimatisch gesagt. Das heißt, du hast jetzt wow. gleich in zwei Sprachen was gelernt. Wow. Das ist ja weird. Ein paar Leute freuen sich da gerade sehr drüber, haben sehr viel Freude da dran. Ha, naja, ich wurde. Das ist halt, wenn du 27 Jahre damit lebst und nie verbessert wirst. Das ist ja verrückt. Gibt's sonst Musik in diesem Spiel, die gut ist, oder? Doch, ich finde den ja. Soundtrack tatsächlich auch ganz, ganz nice. Antiklimatisch. Aber nichts pumpt so gut wie das Konami-Team. Verrückt. Oh, es klingelt gerade. Ich glaube, das ist die Leute von der Games Week Berlin, die den Preis zurückholen wollen. Habt ihr den Stream noch nicht gesehen? Das schreibt doch gerade jemand hier auf. Was mit dem Preis wegnehmen? Ja, ja. Journalistenpreis incoming schreibt. Ich habe schon als Baby antiklimatisch gesagt, das stimmt schon. Damit, als ich geboren wurde, das ist jetzt aber sehr antiklimatisch. Jetzt bin ich einfach hier. Jetzt bin ich, wo ist die Musik? Oh, ich hasse diesen Analogstick hier. Oh nein, eine Mine. Klimax, was ist denn Klima? Wegen Klimax? 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 Ich habe ehrlich gesagt noch nie so. Dann oh shit, doch antiklimaxisch oh, shit. Heißen. Oh, da hat doch irgendjemand wieder nicht nach. Da hat der Herbert Deutsch hat da wieder nicht nachgedacht. Der hat aus Klimax dann antiklimaktisch gemacht und antiklimaxisch. Ich würde gerade mehr mit dir reden, wenn ich hier nicht gerade sterben würde. Das ist bad. Hör ich auf diesen Satz. Ich versuche gerade so ein bisschen mich zu verstecken. Damals im Zweiten Weltkrieg haben das viele Leute zu mir gesagt. In ihrem eigenen Schiff. Hey, hast du eigentlich schon Call of Duty? Oh Gott, ich würde gerne mehr mit dir reden, aber ich habe nur noch einen Arm. Chat, ich glaube, ihr seht mein Leben gar nicht, weil das ist ja links unten. Vielleicht seht ihr noch den Fitzelchen davon. Ich sehe es aber auch nicht. Das ist voll links unten, ja. Ich hab's jetzt gerade wieder, es lädt sich ja wieder von alleine auf. Hier ist noch der Boss-Typ, der hat auch so ein. Das ist er nicht, der hat auch noch so ein anderes Porträt. Die kriegen wir. Hätte ich niemals übernehmen können. Das macht dich jetzt fertig, oder? Ja, das ist so, als wenn du so nach 27 Jahren erfährst, auch übrigens, das heißt nicht Mutter, sondern Butter. Deine Mutter ist eigentlich Butter. Das ist dann halt schwierig zu übernehmen, einfach weil du dich daran gewöhnt hast, die Mutter zu nennen. Hallo Butter. Ich wollte dir nichts sagen, im Teenage-Alter ist mir das so aufgefallen, aber... Weil es gibt irgendwo ein deutsches Kind, was deine Mutter mal Butter nennt, weil sie dachte, einmal missverstanden als Zweijähriger. So, jetzt haben wir dieses Outlaw-Schiff von Outlaws befreit, sozusagen. Und jetzt können wir da rein. Es ist nur noch ein Schiff. Nom, 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 nom. Und dann fliegt man hier so durch. Ich sagen, das wirkt nicht sehr aerodynamisch. Muss diese Minen hier kaputt machen, damit man nicht selbst drauf geht. Weil die kommen nämlich dir näher und explodieren erst dann. Deswegen heißen sie auch Magnetminen. Und ich sehe gerade, dass ich viel zu nah war, als ich die habe explodieren lassen. Oh shit, oh shit, oh shit. Okay, warte. So. Ich habe mein Schild einfach angemacht währenddessen. Und das sind auch so Schiffe, da war es ja schon öfter drin, oder? Genau, da fahre ich schon Fahrrad gemacht. Ups. Hier ist doch noch eine Mine. Komm, wir machen wieder. Bumm. Das ist ganz lustig, dass man das einfach mit dem Schild tanken kann, sozusagen. Das ist jetzt ein Treasure am Ende, oder was? Ja. Das ist eigentlich immer Treasure. Okay. Das ist die Antwort auf alles, ne? Bitte? Das ist die Antwort auf alles, ne? Ja, es ist eigentlich ist es ein Loot-Spiel. Ja, ja. So. Aber halt immer in diesem bisschen fies aussehenden Ding hier. Heribert, diese Gänge in unserem Raumschiff sind viel zu groß. Die sind ja auch für Raumschiffe gemacht. Hä? In unserem Raumschiff sind Gänge für Raumschiffe? So. I don't get this at all. Hier haben wir dann Salvage. Es wäre so viel besser, wenn die einfach eine Cast-Welt gemacht hätten. Die Raumschiffe selbst die Charaktere sind, weißt du? Die hätten die Augen. Oh ja. Das würde sehr viel mehr Sinn ergeben. Deswegen geht ihr da nie raus. So, das wäre jetzt eigentlich
ein ganz rundes Showcase von Starlink. Also ihr habt jetzt diese Outlaw-Raumschiffe gesehen, ihr habt ein bisschen was auf dem Planeten gesehen und den Space Combat, und das ist so ziemlich auch das, was Starlink ist. Und ich finde, es spielt sich halt tatsächlich gut, wenn man es nicht gerade mit den Joy-Cons spielt. Also ich spiele es halt mit einem Pro-Controller zu Hause. Und da macht es mir richtig, richtig viel Spaß. Weil eines der wenigen Switch-Spiele, dass man diese Tage noch mit Pro-Controller spielen darf. Ja, das ist immer schade, wenn das verboten wird. Ich habe ja neulich auch World Ends With You mal angefangen, wo du ja so zeigst. Dachte dann aber, es funktioniert dann besser, als ich gedacht hätte. Pokémon Let's Go, stimmt, das spielt man auch so, ne? Man darf es nicht ohne. Oh. Also man muss es mit Pro-Controller. Man darf es nicht mit Pro-Controller spielen. Warum eigentlich nicht? Weil das Nintendo ist. So, dann. Nun gut. Gehe ich mal nach hinten, was? Genau, stellst du um? Ja. Nee, ich muss ja umstecken gleich. Ah, okay, dann würde ich jetzt mal kurz die Chance nutzen, einmal kurz auf Twitter gehen. Genau, kannst du machen. Und wir sind gleich wieder da. Spielst du dann am PC mit Maus und Tastatur? Ja. Okay, alles klar. Also, wir spielen gleich The Return of the Obra Dinn. Das war vom Papers, Please Macher, ne? Korrekt. Genau, vom Papers, Please Macher. Habe ich selbst noch nicht gespielt, deswegen bin ich gespannt, was da gleich auf uns zukommt. Dann gehen wir mal in die Transition. So. Yes. Ich mache mal das Spiel ein bisschen lauter als gerade, glaube ich, weil man muss ja ab und zu die jetzt reden hören. Und außerdem ist das generell nicht so laut. Ja, du siehst ja, wie der Tonausschlag ist so ein bisschen, kannst es ja einschätzen. Genau, ihr müsst mal sagen, falls, ob es dann zu laut wird. Genau, wenn es zu laut ist und ihr uns wirklich nur noch schwer versteht, dann sagt Bescheid. Yes. Also, The Return of the Obra Dinn ist ein unglaublich einzigartiges Videospiel. Hier sehen wir es, ein Spiel von Lucas Pope. Wie gesagt, das ist der Papers, Please-Macher, größtenteils von ihm alleine, mit vielen Sprechern. Man sieht hier, ich habe das Spiel nach 10 Stunden und 15 Minuten vorgestern Nacht durchgespielt, habe alle 60 Schicksale enträtselt. Und was das heißt, 60 Schicksale enträtselt zu haben, das gucken wir uns jetzt mal hier an. Musik ist etwas laut, mein. Ja, genau, jetzt sollte es keine so laute Musik mehr geben. Verschollen auf See 1803, das gute Schiff Obra Dinn, erbaut 1796, London, Captain Air Witterel, Crew 51 Mann, letzte Fahrt gegen Orient, Kap der guten Hoffnung nie erreicht. Anfragen, oder sagt ihr nicht Hinweise, an Ostindien Company London. Also East India Company halt, wer Pirates of the Caribbean je gesehen hat oder sich mit Geschichte auskennt, wird das kennen. Empfängerin, Oberinspektorin, Versicherungen und Ansprüche London. Für die arbeiten wir. Die Obra Dinn ist zurückgekehrt. Begeben sich umgehend nach Falmouth und erstellen sie einen umfassenden Bericht. Also wir sind nicht die Oberinspektorin, sondern... Doch, achso, okay. Company man woke me up. So, da müsst ihr mir sagen, ob ihr das hören könnt, aber trotzdem uns auch noch hören könnt. Ich meine, es ist ja Untertitel. Obertitel? Mitteltitel? Seems a bit late, if you ask. Das klingt so komisch. Der spricht einfach. Box? I don't know. Hoist it up in a few minutes. Hey! Ow! Carefully. Das ist noch ein bisschen leise. Okay. Kann man im Spiel vielleicht Musik und Geräusche unabhängig voneinander einstellen? Schauen wir mal. Lautstärke? Nein. Oh. Schade. So, wer dieses Spiel noch nie gesehen hat, wird sich jetzt erstmal denken, oh. Haben wir hier ein Gameboy-Spiel eingesteckt? Was ist denn hier passiert? Ja, es sieht sehr komisch aus. Es sieht sehr komisch aus. Man gewöhnt sich sehr dran. Und ich mag es mittlerweile sogar sehr. Man hat auch einzigartige Optionen. Denn so sieht es standardmäßig aus. Es sieht wirklich aus, wie Spider-Man aussieht, wenn man den Gameboy-Filter anhat. Das sind die Optionsmenüs, die wir haben. Wir können Geisterschiff. Monitore hier durchschalten, was die Farbgebung ändert. Commodore. Was ich super da mag. Die LCD ist einfach schwarz-weiß. Oh nee, das ist so anstrengend. Aber ich habe halt immer den standardmäßig genommen, dass der ist. Und wir können halt die Auflösung ändern. Ändert aber nicht so richtig die Auflösung. Wir können das auf scharf stellen, dann wird es halt kleiner und es ist halt deutlich schärfer. Ja, ich weiß nicht, ob du das auf dem Fernseher so richtig sehen kannst. Und dann gibt es noch eine... scharf, noch einmal schärfer. Das ist dann aber so klein. Aber hier ist es komplett scharf. Also hier gibt es jetzt kein großes Flickering mehr oder so. Naja, weil es halt die gleiche Auflösung hat, ist die einfach auf ein kleineres Fenster geschoben wird. Ja, ich frage mich nur, in welcher Situation. Aber ich meine, schön, dass das... Also ich spiele das Spiel tatsächlich zu Hause, habe das eine lange Zeit so gespielt. In der Mitte? Ja, das kann ich noch eher verstehen. Aber dann irgendwann habe ich mich doch wieder hier drauf... ich meine, es hilft vielleicht mit Motion Sickness. Das kann ich mir gut vorstellen. Und was ich sehr, sehr mag, Steuerungsempfindlichkeit.
dass diese Auswahlmöglichkeiten. Wow, fast Gegenteil von Kontrolle, wenn du ganz langsam dich bewegst. Kannst du das mal machen? Ja, geht doch noch. Ja, das ist jetzt halt ziemlich schnell und fast bewegungslos. Oh ja, da musst ist du ganz, halt, ganz oft drehen. Das mag ich selber, diese Möglichkeit hat ja jedes Spiel, aber hier werden sie so benannt, wie sie benannt werden sollten. Hallo Dani. Ja, das Spiel ist Ego-Perspektive, da musst du ein bisschen aufpassen mit Motion. Ja, es tut mir leid, du hast es leider genau perfekt eingeschaltet. Aber es ist kein Spiel, wo man sich so schnell bewegt, also... Ja, ich habe leider trotzdem Mauskontrolle, ich hoffe, es geht dann trotzdem. Also wir sind hier auf einem einsamen Schiff, wie man sehen kann, von der Crew von 51 Leuten und Kapitän und Passagieren nicht viel zu sehen. Oh, Treiskal... Oh Gott, wie spricht man denn deinen Namen aus? Treiskaideka? Ist das irgendwo her? Meint gerade, die Videokompression tut ihm auch nicht so gut. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber auch nur Geräuschkulisse, ne? Gibt's Musik überhaupt? Ja, sehr viel sogar. Okay. Und die ist sehr zentral für das Spielerlebnis. Das ist ein Detektivspiel hier. Ihr müsst quasi herausfinden, das sind die Schicksale, die ich gerade meinte, was mit den, ich glaube, es sind insgesamt 63 Leute mit Passagieren, was mit den 63 Leuten auf diesem Schiff passiert ist. Und zwar jedem Einzelnen. Wie diese Person verschwunden ist und wie diese Person heißt. Wir haben hier unser Buch. In diesem Buch passiert alles. Du verbringst einen Großteil des Spiels in diesem Buch. Hier haben wir eine Liste der kompletten Crew mit allen Namen und ihre Position. Und wie gesagt, es sind 60 Leute. Und hier sehen wir erneut, was der Name ist und ganz wichtig, was ihr Rang ist. Weil davon kann man ja auf Dinge schließen und woher sie kommen. Wenn wir die Leute reden hören, anhand deren Sprache können wir da ja schon dann Sachen erfahren. Dann haben wir hier eine Skizze. Hier ist jede einzelne Person auf dem Schiff drauf vermerkt. Irgendwo auf diesen drei Bildern, hier haben wir ein Bild. Hier haben wir das zweite Bild. Also sogar mit dieser Zoom-Stufe dran. Hier haben wir das dritte Bild, haben wir jede einzelne Figur. Und ich kann dann auf die draufklicken und könnte dann ein bisschen später im Spiel hier dann direkt einen Namen auch auswählen. Oder also du weißt jetzt gerade noch nicht, wer hier wer ist. Ich weiß, hab von keiner Ahnung, wer zu welchem Namen passt. Achso, aber wir haben hier französische Adlige, stand da ja gerade rechts. Was denn? Wenn du nochmal hochscrollst. Ja. Formosisch heißen sie. Formosisch. Genau. Ja, genau. Wir haben hier vier formosische Adlige und wenn wir in die Crewliste gucken, haben wir hier vier Passagiere aus Formosa. Das heißt, wir wissen direkt, okay, diese vier Leute sind sie. Aber wir wissen natürlich nicht, wer ist. Ja. Das heißt, gerade können wir noch nicht viel mehr machen. Und das Recht dieses Buches ist in Kapitel unterteilt. Allerdings ohne, dass irgendwas hier voll ist. Da stand aber gerade schon was. Da stand nur eines dieser Kapitel. Das kann ich zeigen. Der Inhalt dieses Kapitels wird Ihnen verborgen bleiben, bis Sie das Schiff verlassen und mir das Buch zurückgebracht haben. Das heißt, dieser Teil der Geschichte wird dir bis zum Ende des Spiels erstmal fremd bleiben. Und dann haben wir hier noch ein Memento Mortem, wie man es halt so hat. Vergiss den Tod nicht. Ein Kompass, mit dem wir, ich sag mal, weiter aufklären können. Wie? Das seht ihr jetzt sofort. Wir werden auch jetzt nicht mehr vom Schiff runtergehen, auf dieses Boot, sondern wir werden jetzt für den Rest des Spiels hier bleiben. Wir haben nämlich hier bereits eine der eine Leiche liegen. Peachy. Oh. Wir haben natürlich keine Ahnung, wer das ist. Auch schon eine Weile tot, so wie es aussieht. Ja, genau. Und hier wird automatisch der Kompass hervorgehoben. Ich will nur mal sagen, ich finde irgendwie, wenn du mal auf die Leiche guckst gerade, der Filter, der dahinter liegt mit diesen Punkten, davor dass das so ein radiales Muster ist, finde ich irgendwie sehr schön. Ja, das variiert tatsächlich. Ja, es geht mit dir mit, das ist immer im Zentrum, im Zentrum des Bildschirms. Aber wenn ich jetzt hier hingucke, weißt du, hier passiert das nicht. Das soll ja nur diese Textur hier darstellen, aber also hat einen sehr eigenen Look dadurch, auch über die Farbgebung hinaus. Ich sehe halt, wie sich jemand dachte, okay, ich will ein 3D-Spiel machen, ich bin einer. What do I do? Und ich finde, das ist eine sehr krasse Lösung. Schöner Jingle. Captain! Open the door! Kick it in! Aha! Lest we break it down and take more than those shells! Ist das irisch? You bastards may take exactly what I give you! So.
Und hier sind wir jetzt exakt in der Sekunde, in der diese Person, dessen Leiche wir hier sahen, gestorben ist. Ja. Ihr müsst jetzt übrigens mal sagen, ob die Musik jetzt zu laut ist oder. Oh ja, ich glaube, ich mach's mal ein bisschen leiser schon mal. Also wir sehen jetzt hier, okay, diese Person ist offensichtlich erschossen worden. Offensichtlich, von dieser Person. Wenn ich in diesem Erinnerungsmodus an eine Person ranzoome, passiert das hier. Und der zeigt mir automatisch, und ich finde, das ist so ein cooler Effekt, der zeigt mir automatisch an, welche Person der auf dem Bild ist. Wenn ich jetzt Tab drücke, ja, okay, das ist ein Tutorial, da, dann zeige ich mir sofort an, das ist die Person, die hier erschossen wird. Okay. Und wenn ich hier hingucke, zeigt das hier bei dem auch? Das ist die Person, die erschoss, die ihn erschießt. Die stehen nebeneinander auf dem Bild. Und hier gibt es noch eine dritte Person, die ich jetzt noch nicht kenne. Also ich weiß jetzt über diese Person auf jeden Fall schon, okay, wurde offensichtlich erschossen. Ich kann aber auch noch weiter ein bisschen erkunden. Ich sehe, dass hier irgendjemand hier hochrennt, aber mehr sehe ich hier tatsächlich noch nicht. Kannst du durch die Leute durchfahren? Der blockiert mich. Ich könnte aber hier links hoch. Ich kann ja links hoch, aber ich glaube, hier passiert sonst nicht so viel. Also Dobsy meint gerade, keine vorschnellen Schlüsse, das war ein Unfall. Ist es möglich? Der ist in die Kugel reingefallen. Vielleicht war es ein forschender Schuss. So, und dann wird automatisch danach das Buch geöffnet und wir sind hier jetzt im letzten Kapitel tatsächlich. Also das ist gerade etwas, was chronologisch ganz am Ende passiert ist. Als letzte Teil dieser Geschichte dieses Schiffes. Und man fängt immer mit dem habe ich gerade was falsch gesagt? Ich wollte gerade was sagen, was falsch ist. Okay. Also, wir sind hier im letzten Kapitel. Und was der automatisch macht, ist hier einmal die Person, das ist die Person, die gestorben ist. Mhm. Ja? Okay, das heißt, wir können noch nicht sagen, wer das ist. Wir können jetzt hier draufklicken und dann sagt er mir, das Gesicht dieser Person ist im ganzen Buch unscharf dargestellt. Das bedeutet, dass sie noch nicht genügend Informationen haben, um die Identität der Person zu ermitteln. Das Schicksal dieser Person lässt sich nun erschließen und kann eingetragen werden. Diese Person benennen zu wollen, obwohl das Gesicht noch unscharf ist, wäre nichts als unproduktiv. Fahren Sie fort und halten Sie die Augen offen. Gesichter erscheinen nicht mehr unscharf, wenn auf die eine oder andere Art Informationen enthüllt wurden, die zu ihrer Identifikation nötig sind. Das heißt, bei ihm kann ich jetzt erstmal eintragen, wie er gestorben ist. Und ich habe hier eine Liste von möglichen Todesarten. Erschossen. Ich kann auch sagen, er ist am Leben und muss sagen, wo er ist. Aber ich habe aufgespießt, begraben, durchbohrt, aber hier ist natürlich... war das schon erschossen? Ja, ganz oben war es gerade. Nee, eins weiter. Da, erschossen. Ganz oben. Erschossen. Mit einer Pistole. Aber ich muss auch noch sagen, von wem. Damit das komplett erschlossen wird. Ja. Und das weiß ich natürlich ebenfalls noch nicht. Das heißt, das ist gerade alles, was ich machen kann. Das heißt, schließe jetzt das Buch. Und kann jetzt aus dieser Erinnerung raus. Und jetzt machen wir einen auf Sherlock Holmes. Nur auf Zeitreise Sherlock Holmes. Ja, also ich habe richtig Bock auf die Sherlock Holmes-Spiele durch dieses Spiel bekommen, tatsächlich. was ich übrigens auch in meinem Buch habe. Ich insistiere. Erstmal, was ich super mag, ein Glossar, wo dir die Position, wenn du, okay, warte mal, ein Steward, was ist ein Steward? Und dann wird dir hier erklärt, was ein Steward ist. Ach, schön. Und so kannst du dir so ein bisschen versuchen zu erschließen, okay, das ist ein höhergestelltes Crewmitglied, der liegt dann vielleicht nicht rum mit den normalen Crewmitgliedern, weißt du, solche Sachen, und kannst dir dann dadurch wieder noch mehr Sachen erschließen. Und du hast hier eine komplette Map der Obra Dinn, also das sind quasi unterschiedliche Decks, wo du hier auch eingetragen hast, wer wo seine, also hier ist der Schiffsarzt und wo die Offizier. Ihr Verantwortungsbereich. Genau, so also all das ist, wenn du die in den Erinnerungen dann siehst, dass irgendjemand hier irgendwas macht, kannst du dir wahrscheinlich denken, okay, das ist wahrscheinlich der Zimmermann. Schade, dass wir Mats nicht da hatten. Er könnte uns das alles mit seinem nordischen Akzent vorlesen. Das tut mir sehr leid. Für ein bisschen Flair. So, hier in der Kapitänskajüte, geht's direkt weiter, liegen nämlich noch direkt zwei Leichen. Gucken wir mal, was denen passiert ist. Haben wir einen Handschuh an? Ich glaube schon. Where are they? Must be in here someplace. They're at the bottom of the sea. That's a lie. Ja, offensichtlich einen Kampf und ist auch irgendwie smart, so aus Budgetgründen das so darzustellen. Also sieht das unmittelbar hier nach, die Person, das ist offensichtlich die Person, die gerade hier noch stand. Oh je. Die ist hier mit dem Kapitän hinterhergerannt. Dann gab es hier einen Struggle. Ich kann auch nochmal gleich nachgucken, was sie gesagt haben. Und er wurde dann von ihm umgebracht. Und ich habe gerade noch mal im Chat gelesen, was der stimmte. Denn, wenn wir noch mal kurz in die Erinnerung gerade gucken, wir wissen, von wem er erschossen wurde. Weil der erschossen wurde, hat gesagt, Kapitän, macht sie die Tür auf. Mhm.
Das ist ein sehr guter Punkt. Und von ihm wurde er erschossen. Das heißt, ich weiß, der Kapitän hat diesen Typen erschossen. Also ist das hier, wissen wir dann auch, diese Person, der auch nicht mehr, wie man sieht, diese Personen sind alle unklar dargestellt. Ach so, und er wird dann automatisch so richtig klar dargestellt, genau. Eingetragen. Weil wir von ihm wissen, dass, er sagt, als erklärt wird, was ich gerade gesagt habe, das bis jetzt. Dumm. Aber jedes Mal mit einem kleinen Dumm. Ja, wie gesagt, das Sounddesign dieses Spiegels ist wirklich, wirklich toll. Ja, mir gefällt es bisher auch. Ja, 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 danke schön. Wir können jetzt sagen, diese Person ist der Kapitän. Captain, mein das heißt, Captain. Hier wissen wir, der Kapitän wird gleich diese Person mit einem Messer umgebracht haben. Hier noch irgendwas? Okay. Das ist der, der gerade hier oben angekommen ist. Der, oh. Ich glaube, absichtlich hier runterspringt. Ja, der will hier gerade mit seinem Messer hin. Aha. Und dann gehen wir zurück. Das machst du aber selbst. Nein. In diesen Erinnerungen, das ist automatisch. Aber du hast nur eine bestimmte Zeit. Ja, ich kann aber jederzeit wieder zurück. Okay. Das ist einfach das Spiel mit der Musik zusammen. Also das hat halt immer einen Track pro Kapitel und eine lange Version, eine kürzere Version des Tracks, die ist immer genau darauf ausgelegt, wie lange du in dieser Erinnerung so das erste Mal unterwegs sein solltest. Verstehe. Finde ich aber auch nicht perfekt. Also ich hätte gerne manchmal einfach, weil mehr ich manchmal Zeit. Nicht so viel zu sehen habe, dass ich einfach sage, nee, ich wäre jetzt gerne einfach raus. So, wir wissen, der wurde mit einem Messer getötet. Also hast du eher die Situation, dass es dich zu lange drin lässt als zu kurz? Ja, ja. Okay. Und zwar auch vom Kapitän. Und was hier auch noch passiert, ist auch, also ich will es ja nicht vorwegnehmen, wir sehen gleich noch ein bisschen mehr. Nereus fragt gerade, ob man Sachen auch falsch eintragen kann. Ja. Kann. Okay. Ich will es jetzt nur nicht alles auf einmal sagen, weißt du? Ja, ja. Deswegen richte ich mich mal gerade so ein bisschen nach dem Tutorial. Und dann gehen wir hier mal bei dem nächsten rein. Tschüss, Miss Cleo. Tschüss. Oh, nett. Es ist halt Kopfkino, ne? Voll. Und dann siehst du immer diese Situation zum Schluss. Und wenn man sich das mal erschließt, das ist dann natürlich der, den wir gerade hier gesehen haben. Ja, ja. Der halt dann gesehen hat. Also wir haben den hier rechnen gehört, der hier gerade gemessert wurde. Und der Kapitän legt einfach mal seine ganze Crew. Ist der Oberkörper frei oder nackt? Der ist oberkörperfrei. Sieht, oder? Das könnte auch ein Hemd sein. Nee, das ist oberkörperfrei. Das sind ja, man sieht ja die Muskelstruktur und so. Ja. Und er hat die Tür mittlerweile offen, wie wir sehen. Ja. War gerade noch zu. Und hier liegt jemand. Und ich glaube, hier draußen geht er sonst auch gerade nichts mehr. Wie auch. Haben wir schon gesehen, dass hier sonst niemand war. Ja, das variiert aber auch sehr je nach Erinnerung. Also manchmal, es kann auch sein, dass der Rest, dass irgendwie so ein komplettes weiteres Deck noch erkundbar ist in so einer Erinnerung. Aber dann hast du auch mehr Zeit. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Aber du merkst mit der Musik, das ist alles perfekt aufeinander und jetzt kommt das hier, ja? Ja, und all diese Jingles brennen sich voll in dein Hirn. Das kann ich verstehen. Man merkt auch richtig, dass hier eine künstlerische Vision dahinter steckt. Ja, so klappt zwar im Englischen der Begriff. Hier würde der dann. Boah, was ist denn der deutsche Begriff für klappt? Na, erschlagen am ehesten, oder? Da ist ja erschlagen. Erschlagen, ja. Ja, und zwar ebenfalls vom Kapitän. Und was ich sehr cool finde, du hast ja später in diesem Spiel, ne, auf diesem Buch, jede einzelne Seite voll, wo irgendjemand mit irgendjemandem passiert ist. Und es kann ja sein. Oh, gibt's hier irgendwas? So, es kann ja sein, dass du dann in diesem Buch bist und dann auf der Crewbild sagst, okay, ich habe irgendwie noch, ich will jetzt mal wissen, was mit dieser Person hier passiert ist. Oder ich will mal einen sehen, den ich gerade schon hatte. Tschüss, Twitch, die Fans vor, schönen Abend noch. Ja. Ich sag, okay, ich will jetzt aber noch mal rausfinden, der ist noch übrig, was ist denn jetzt mit dem Kapitän passiert? Dann kannst du immer auf die drei Erinnerungen klicken. Ja, ich weiß es dann. Ja, danke schön. Bitte gehen Sie weg. Ich habe es gerade selbst erklärt. So, kannst du drei Erinnerungen klicken, kannst sie in ein Lesezeichen setzen und kannst dann erstmal sagen, zeigen wir mal die erste Erinnerung an, in dem er war. Kannst aber auch sagen, Erinnerung auf der Deckkarte anzeigen. Und dann werden dir hier alle Erinnerungen angezeigt, auf allen Decks, wo diese Person drin ist. Okay. Das heißt, dann weißt du, okay, das ein Tipp, wo er, was, wer er ist oder wie er gestorben ist, muss in irgendeiner dieser Erinnerungen sehr wahrscheinlich sein. Und es wird dir so angezeigt, ne, in was für einer Abfolge
der war. Also die zeitliche Abfolge ist halt erst, ne, haben die den konfrontiert und dann hat er den einen umgebracht und dann hat er den anderen umgebracht. Ja. Dani fragt nochmal daran, dass das Gesicht scharf wird, erkennt man, dass man recht hat, richtig? Nee, daran, dass es scharf wird, erkennt man, dass man weiß, wer das ist. Es sein wissen könnte, wer das ist. Dass es irgendwo irgendeinen Hinweis gibt, dass du rausfinden könntest, wer es ist. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass das sehr frustrierend ist. Weil ich das dann nicht immer raus, ich sogar nur sehr selten rausgefunden habe, wenn das Spiel mir sagt, du könntest es jetzt wissen und ich wusste es dann nicht und war dann sehr frustriert. So, jetzt haben wir schon zwei Möglichkeiten. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal ihn hier an. Wie einfach jeder tot ist, ne? Hm. Abigail. That's your brother. Wer ist das? Aber es könnte ja mehrere Abigails geben. Aber wir haben jetzt noch einen Bruder. Dead. Den er erschossen hat. Woran man sieht, dass man recht hat, das zeige ich gleich noch dann. Ist das dann der Captain, den wir gerade hören? Please forgive me for everything. Jeez. Das ist der Captain, genau. Der sich hier offensichtlich selbst gerichtet hat. Und er redet halt mit einer Abigail, was ja nur sie sein kann. Ja. Das heißt, wir können dann gleich erschließen, dass sie Abigail sein muss. Und dass er irgendeinen Bruder war das, glaube ich. Genau, ihren Bruder. Genau. Wie happy die Musik hier ist, so. Ach ja, Mord. Das ist jetzt so ein Ding, also jetzt würde ich eigentlich ganz schon ganz gerne raus können. Eine Seefahrt, die ist lustig. Das verstehe ich aber auch nicht, dass man... Das gibt's halt nur beim ersten Mal. Weißt du, das gibt's nur... Also man wird ja im Laufe des Spiels dann, wenn du das komplette Buch voll hast, alles einmal gesehen hast, dann gehst du ja kontinuierlich in alle Erinnerungen rein, guckst dir nochmal an und da hast du die komplette Kontrolle. Da kannst du diesen ganzen Dialog am Anfang skippen, da kannst du sofort wieder raus, in die nächste rein, da geht das dann sehr, sehr schnell. Also nur beim ersten Mal kannst du es nicht skippen? Genau, beim ersten Mal würden sie dir so ein bisschen vorgeben. Nee, dann ist ja okay. So. Hier können wir ihm jetzt sagen, wir wissen es ja, er hat Suizid begangen. Haben wir Suizid? Selbstmord. Mit einer Pistole hat er sich erschossen. Dum-dum. Dies kann korrekt sein oder auch nicht. Schicksale werden immer zu dritt bestätigt. Identifizieren Sie mindestens drei Personen korrekt und weisen Sie ihnen das richtige Schicksal zu, damit die entsprechenden Informationen im Buch erscheinen. Also immer wenn du drei Leute richtig hast, dann wird das Spiel so, diese drei Leute sind richtig. Alles was klar. Ein super System ist, weil wenn ich fünf Leute erraten habe, aber erst beim fünften Person sagt, du hast drei richtig, dann weiß ich, die zwei, die noch übrig sind, die sind nicht richtig. Weil sonst hätte das Spiel ja schon vorher gesagt, es stimmt. Also immer, wenn du drei hast und gerade zum Ende des Spiels, ich habe es dann so auch so ab und zu ein bisschen gebrute-forced, ne? Dass ich dann gesagt habe, okay, ich habe ja noch vier Leute übrig, ist einer von den vieren, zwei habe ich definitiv richtig, probiere ich mal aus und bis das Spiel dann sagt, es stimmt. Ja, ja, ja. So, jetzt haben wir dieses komplette Kapitel, das Ende, erlebt. Das war es quasi. Das beginnt damit, dass die Leute versuchen, Captain Vitterels Ding zu stürmen und endet damit, dass er sich umbringt. Aber wir haben gerade die Information bekommen hier. Abigail, dein Bruder, mein Freund, ich habe ihn erschossen. Okay, das heißt, wir wissen, dass diese Person hier Abigail sein muss. Mhm. Das heißt, wir gehen mal bei ihr in die Kleine gucken, was bei ihr so passiert ist. Ja, also sind die Jingles quasi so gut, dass sie auch nach dem tausendsten Mal noch bei mir schon funktionieren. Ja. Sehr gut. Scheint einen Sturm zu geben. Einzel. Oh jeez, Tentakel. Oder vielleicht doch noch ein bisschen mehr. Oh, holy shit. Das sieht ja cool aus. Ja, und ich finde diesen Musiktrack dazu so cool. Das sieht ja mega cool aus. Das ist ja voll der Klassiker. Ein riesiger Tentakelattacke auf dem Schiff. Und bei diesen ganzen Personen können wir halt ranzoomen. Hat da schon mal jemand Mats gezeigt? Der wäre jetzt sold. Ja, das ist voll Mats Spiel. Dani ist, glaube ich, jetzt auch gerade sold. Ich finde halt diese Wasserdarstellung ist so cool. Ja, diese Wellen, wie die hier rüber spratzen und so. Wie viel Dynamik und Bewegung hier impliziert wird durch die richtige Platzierung und so. Also wir wissen,
Sie ist Abigail und sie wurde offensichtlich von einem Mast erschlagen, dass dieses Tentakel ihr vor den Kopf gehauen hat. Weil der Moment, in dem wir sehen, ist immer der Moment, in dem diese Person gestorben ist. Und sie hat zu irgendjemandem Martin gerufen und dass sie zu ihrem Mann will, der ja offensichtlich der Captain ist. Ja, das erste Mal sich da umdrehen ist einfach krass, meint auch Treiskai da. Entschuldigung. Ja, ich weiß auch nicht, wie man den nennt. Hat uns auch noch nicht verraten. Weil das ist halt so dieser erste Moment, wo man so denkt, so, oh, dieses Spiel ist mehr, als ich dachte. Weil ich habe gedacht, okay, das wird halt, hier wird es irgendwelche Reihe von eskalierenden Morden gegeben haben oder sonst irgendwas. Ich habe jetzt erstmal nicht mit übernatürlichem Kram gerechnet. So, wir wissen also, dass diese Person eine Abigail sein muss. Das heißt, wir gucken mal. Abigail Hoskart Witterell, eine Passagierin. Okay. Wurde offensichtlich erschlagen. Nee, das ist erschlagen ist dann falsch. Begraben vielleicht? Steine? What? Begraben Steine? Nee, ist das falsch? Ich weiß auch nicht, ob das wirklich das ist, was im Englischen da steht. Und bei erschlagen gab's nichts? Nee, erschlagen ist halt was von einer Person. Treis ist okay, ja? Also wirklich einfach Treis? Hier, zerquetscht. Wir können sagen, sie wurde zerquetscht von Bestie. Ich glaube, es ist beides korrekt. Ich glaube, hier könnte man auch Takelage sagen. Takelage ist ja, soweit ich weiß, die Frag mich nicht. Also Takelage ist, soweit ich weiß, halt Mast und der ganze Kram. Okay. Bitte sag mir, wenn es falsch ist. Treis meint erschlagen von Bestie. Ja, ja, pass auf. Wenn wir halt mal gucken. Das erkläre ich gleich, was das ist. Ja, sie wurde von der Bestie erschlagen, aber sie wurde ja auch von der Takelage erschlagen, wenn es die Takelage ist. Deswegen meint auch gerade manchmal werden auch verschiedene. Genau, ich sag mal bei ihr Takelage. Wurde von erschlagen, wenn Takelage überhaupt das richtige Wort dafür ist. Takelage ist das Seilwerk. Hm. Ich glaube allerdings, dass im Englischen da das andere Wort dafür ist, was den Mast einbezieht. Ich will es einfach mal rausfinden. Ich sag's mal, ja? Nur um es mal rauszufinden. Ja, sure. Sag ich mal. Takelage. Wurde von herabfallender Takelage zerquetscht. Es würde halt keinen Sinn ergeben, wenn das Seilwerk wäre. Weißt du? Man muss überlegen, es ist halt von einer einzelnen Person ins Deutsche übersetzt worden. Deswegen. Naja, Seilwerk kann ich auch erschlagen. Sind ja sehr dicke Seile. So, ja. Ja. So, und wir wissen ja noch was. Wir wissen ja, dass, wenn wir in das Buch gucken nochmal, wir wissen ja. Warum Occasion? Das Ding heißt im Original The Bargain. Ja, das stand vorhin auch schon im Chat. Hat sich auch schon jemand drüber gewundert. Wie super weird, dass schon irgendwas falsch gelaufen zu sein. Wir wissen ja, dass der Kapitän meinte, Abigail, dein Bruder, mein Freund, ich habe ihn erschossen. Und wenn wir jetzt mal die anderen Sachen hier durchgucken, sehen wir, dass dessen Gesicht klar wurde. Mhm. Das heißt, die hieß, wie hieß sie? Abigail. Viel rumgeblättert, wa? Ja. Man kann aber auch immer ins Glossar, in den Inhalt gehen und dann von da aus skippen. Okay. Weißt du, das hat er sehr gut gemacht. Das mache ich auch nochmal kurz zu Das Verderben. The Doom im Englischen heißt dieses Kapitel. Abigail Hoskart Witterell heißt sie. Das heißt, wir suchen mal nach. Witterell ist ja der Name vom Kapitän. Das heißt, William Hoskart. Wissen wir. Mhm. Und jetzt, dachte ich, das Spiel automatisch. Well done, steht im Englischen. Wohlgetan. Ja. Wohlgetan mag ich aber irgendwie. Das passiert immer, wenn man drei Leute gleich richtig hat. Und auch das ist so gut. Immer, wenn man drei Leute hat? Weil drei Leute zusammenhängen immer, oder? Nee. Einfach, wenn du drei Leute richtig hast. Das ist einfach der Art des Progresses dieses Spiels. Ach, und jeder Strich ist ein Schicksal? Ein Schicksal, das du korrekt hast. Ja, und du siehst dann auch, das wird dann halt anders dargestellt. Ne? Hier ist noch so ein Zettel, weil du nicht weißt genau, was mit denen passiert ist. Und beim Kapitän ist das jetzt, kannst du auch nicht mehr verändern und hier ist ein fetter Haken dran. Ah, ja. Das heißt, Takelage gilt hier tatsächlich auch hierfür. So, nachdem ich zitterst aber ein bisschen. Ja, genau, nachdem ich das hier gerade, das ist unabhängig von dem, was ich gerade ganz nett gemacht habe, aber nachdem ich ihren Mord mir angeguckt habe, hat es angefangen zu zittern. Und wenn ich jetzt klicke, passiert hier so was. Das wird ein Horrorspiel. Wir sehen eine Leiche hier sehr hell leuchten. Und wenn wir jetzt hier aufklicken,
Sehr mysteriös. Hä? Dann zittert auch hier so ein bisschen komisch unser Kompass. Oh. Es ist der Geist. Ja, die Präsentation ist ja wirklich fantastisch. Also, dass die Musik auch noch so gut ist. Und jetzt erscheint diese Leiche, die wir gerade hier gesehen haben. So garantiert das Spiel, dass du nicht auf das Schiff kommst und 60 Leichen überliegen hast. Weißt du? Ach und so. Keine Ahnung hast, was du machen sollst und mit wem du starten willst. Du aber ist es dann trotzdem so in der Realität dieser Welt, dass diese Leichen dann einfach weg waren, als du das weiß ich ankamst? Nicht. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich glaube, die sollten hier eigentlich schon liegen. Es wirkt ja schon so, als wäre das alles sehr lange her. Ja. Weil es ja alle schon Skelette sind. Ja, das kann... es variiert, also auf jeden Fall, so wie wir hier sehen, ist ja der Zeitpunkt des Todes. Weißt du, weil du siehst ja, der Arm ist genau, ja so oben. Ja, ja. Und was jetzt eigentlich mit denen passieren sein sollte, das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Leiche hier eigentlich nicht mehr auf dem Schiff ist. Okay. Sondern wir sie nur gerade so sehen. Ja, also wenn ich das jetzt so gespielt hätte, wäre das mein Schluss daraus, dass ja, es mir das jetzt hier markiert, damit ich Bescheid weiß. Ja. Aber die eigentlich nicht da liegt. Die eigentlich nicht da ist. Würde ich genau zustimmen. Ja. Weil sie auch gerade so ein bisschen anders dargestellt wird. Der hatte nicht den angenehmsten Tag. Nee, jetzt klingt alles nicht so gut. Jesus, die Geräusche. Yep. Das heißt, wir sehen jetzt quasi, was unmittelbar vor dem passiert, was wir gerade gesehen haben, dass nämlich Abigail von dem Mast erschlagen ja, wird. Ja, und dass er gleich in zwei Teile gerissen wird von den Tentakeln da. Ja, das passiert hier. Ja, oh, es ist sogar gerade in dem Moment, dass er... Seine Gedärme. Ei, heftig. Hier ist ebenfalls noch ein Toter. Und so, weil ich mag halt diese Story, diesen Twist sehr, sehr gerne, dass das quasi in falscher Reihenfolge dargestellt wird. Wir sehen immer das, was... Deswegen sage ich, das wollte ich gerade schon sagen, das stimmt jetzt gerade bei Escape nicht. Bei Escape haben wir es in der richtigen Reihenfolge gesehen. Bei The End, also dem Kapitel, was wir gerade gesehen mit dem Kapitän. Aber ich glaube, alles abgesehen davon wird so dargestellt wie hier, nämlich in falscher Reihenfolge. Dass du zuerst das siehst, was als letztes passiert ist und dass wir jetzt quasi in der Zeit... nach und nach zurückgehen. Du, weißt du, was ich meine? Ja, also dass das nächste Kapitel dann vor dem Kapitel steht. Genau, weil das ist jetzt Teil 7. Ja. Und gerade waren wir bei Teil 8. Okay. Ja. Ebenfalls sehr, sehr gut für... Okay, das ist jetzt so ein Ding. Dieser Typ ist mir jetzt klar. Ne? Der meint, ich könnte rausfinden, wer das ist. Und ach so, deswegen ist der so scharf dargestellt. Ich glaube, was sie meinen ist, wenn du dich damit auskennst, was das für Tattoos sind, könntest du es, glaube ich, anhand der Nationalität dir erschließen. Echt? Glaube ich. Weil das hat mich mega frustriert. Ich habe mir in diesem Spiel interpretiert, dass ich jetzt wissen muss, wer das ist. Okay. Habe ich aber nicht. Mein Tipp an euch ist, ignoriert, wann die Gesichter klar werden und wann nicht. Mich persönlich hat das einfach nur verwirrt. Ich habe das Spiel erstmal so gespielt, dass ich mir diese gesamten Kapitel, die ich gerade freischalte, alle freigeschaltet habe, währenddessen das markiert habe, was ich wusste, und dann erst richtig angefangen habe. Okay. Zu mir zu erschließen. So, wir wissen, der wurde zerrissen von einer Bestie. Diese bekannt von einer Bestie zerrissen. Das ist meine Todesursache. Ja, und man sieht, jetzt muss ich auch nicht jedes Mal wieder aus mit dieser Tür, weißt du, also ich kann hier noch weiter rumlaufen erstmal. Und hier ist jetzt nicht diese Tür, wo ich aus der Erinnerung rausgehe, ja, sondern ich habe jetzt auch hier direkt wieder diese Leiche, die ich glaube ich gerade schon mal gesehen habe. Die liegt jetzt. Nee, war nicht die Leiche, die ich gerade gesehen habe. Hier, das doch, war wieder dieses Leuchten, ne? Ja, genau. Ja. Mit ihrer Leiche. Gucken wir mal, was mit ihr passiert ist. Und was halt interessant an diesem Spiel ist, ich hatte halt total angefangen zu frustrieren, wie ich gesagt habe, einmal dadurch, dass das Gesicht klar wurde, ich wusste nicht wieso. Und das hier hast du halt dann die ersten, ich würde sagen, anderthalb bis zwei Stunden besteht dieses Spiel hauptsächlich hier raus. Dass ja, du halt dich sehr dem Tempo des Spieles anpasst und alles nach und nach freischaltest. Und dann, wenn du alles freigeschaltet hast, wird das Spiel in seiner Struktur komplett anders. Nämlich, dass du ständig von Kapitel zu Kapitel wechselst und da einen gesehen hast und da einen gesehen hast und gar nicht mehr auf irgendwas wartest. Davon kann ich gleich noch kurz was zeigen. Mein Gott, ey. Was ist das denn? Das ist eine Explosion, weil wirft das Pulver.
Ach so. Hier war halt jemand von, wohl halt von dem, er wurde offensichtlich von einem Tentakel gepackt, das man hier sieht. Und ich glaube, wenn wir gucken, irgendjemand scheint hier, er ist in einer Wurfanimation, also in einer Wurfbewegung. In einer Wurfanimation. Und wird halt Schießpulver geworfen haben dahin, das dann, vermute ich mal, explodiert ist. Und halt sowohl diesen, weiß nicht, wir müssen mal gucken, ob hier ein Tentakel rumlag in der späteren Erinnerung. Kann ich mir vorstellen. Hier wird noch nichts abgetrennt, glaube ich. Nee, ich glaube auch nicht. Aber wir wissen auf jeden Fall, diese Person wurde sehr stark explodiert. Ja. Und wir können auch hier mal gucken. Ach, ne? Mal ein kleiner Tipp für später. Wir sind hier in Erinnerung für diese Person. Ja. Dass diese Person hier gerade runterfällt, könnte dann vielleicht später wichtig werden, ne? Ja. Weil, Naja, also, weil man sieht ja hier, was mit der Person passiert, obwohl es nicht seine Erinnerung ist. Ja. So wirklich. Und so muss man halt wirklich dann die Erinnerung aus so mal wirklich ein bisschen mehr durchschauen, sag ich mal. Rodby fragt, ob man von diesem eigenen Look hier bei längeren Spielen Kopfschmerzen bekommt. Ich nicht. Ging's dir nicht so? Ich habe mich da komplett drin verloren. Ich finde, hier geht's ehrlich gesagt auch. Ich habe mal, ich habe gerade den Namen vergessen, auf jeden Fall so einen Ego-Shooter gespielt, der komplett schwarz-weiß war. Mhm. In auch so einem sehr kontrastreichen Stil. Und das konnte man sich echt nicht lange angucken. Und den gibt's inzwischen mit anderer Grafik, weil die das quasi auch festgestellt haben. Ach so, war das von Monolith? Ich glaube schon, ja. Ich habe vergessen, wie es heißt. Ja. Stimmt, ich weiß genau, was du meinst. Ich will mal gerade was machen. Wir könnten jetzt, oder was hier jetzt gerade passiert ist, ich bin gerade hier rausgefallen, deswegen muss ich gar nicht machen, das zwingt mir das Spiel gerade auf. Also ich habe jetzt gerade nicht die nächste Erinnerung freigeschaltet. Die ja. Die dynamische, sondern ich bin jetzt einfach wieder auf dem Schiff. Das heißt, ich muss gerade sowieso einfach mal ein bisschen erkunden. Das heißt, wir erkunden gerade mal kurz ein bisschen das Schiff. Hier steht ja auch nichts im Weg so groß, ne? Nee, hier kann ich komplett alles frei erkunden. Auch wenn was im Weg steht, wie zum Beispiel hier, ne, hier ist so eine umgekippte Kanone. Ja. Kann ich einfach drüber rumlaufen. Und ich kann natürlich hier sehen, okay, hier könnte ich direkt wieder irgendeine Person mir angucken. Ja. Kannst du den Anker lichten und losfahren? Nee, ich kann mit nichts interagieren, außer mit Türen, leider Gottes. Dachte ich mir schon. Auch hier, also das war so der Punkt, das erste Mal, wo ich das erste Mal angefangen wurde, so ein bisschen wo ich das erste Mal mich so ein bisschen frustriert gefühlt habe. Weil das mache ich jetzt nicht, aber wenn ich jetzt hier in diese Erinnerung reingehe, gehe ich in ein anderes Kapitel. Also ich mache quasi nicht das Verderben-Kapitel weiter. Ja, sondern das bleibt frei, okay, sondern ich bin dann plötzlich hier. Ja. Das ist egal. Also diese Struktur dieses Spiels ist am Anfang so verwirrend, dass man frustriert wird, weil man glaubt, man versteht, was es von einem will, aber eigentlich kann man sich da deutlich mehr Zeit lassen. Ach, was ich erst jetzt erkenne, ist, dass das noch zu ist. Das geht nur auf, dass man weiter runter kann, wenn man sich die Erinnerung tatsächlich anguckt. Ach so. Es sieht generell alles jetzt nicht so krass kaputt aus, wie ich gedacht hätte, nachdem hier ein Tentakelviech angegriffen hat. Mal gucken, was mal passiert ist. Ich mag ja ehrlich gesagt diese Art von Szenario super gern. Dieses auf einem Schiff sein und es stürmt und es greifen irgendwie Tentakelmonster an und Leute werden von Kanonen gegen Bretter geschlagen. Ja, ich habe eine Ahnung, wie er gestorben sein könnte. Du bist halt ein guter Detektiv, Robin. Ja, schade, hier kann ich jetzt auch nicht nach oben. Schade. Aber das ist jetzt ja, wie erneut, ich weiß das schon, ist ein kurzer Spoiler, das ist kurz vor den Sachen, die wir gerade gesehen haben wieder. Okay. Aber offensichtlich geht es hier gerade schon ein bisschen ab, weil wir sehen, wir sind ein bisschen krumm. Sachen fliegen durch die Gegend. Aber viel mehr kann ich tatsächlich auch noch nicht. Aber wenn wir hier mal gucken, sehen wir, dass hier schon ein bisschen was abgeht. Ja. Weil da jemand liegt. Kann ich da hin? Ah, ich kann sogar hin, okay. Also dieser Person geht es nicht so mega gut, glaube ich. Weil sie keinen Oberkörper mehr hat. Ja. Weißt du eigentlich, ob der das Spiel alleine gemacht hat? Ja, hat er. Ich habe mir die Credits dann nachher angeguckt. Also, da ist dann Game, Music, Art, Programming by Lucas Pope. Auch die Musik und ja, so? Ja, krass. Alles von ihm. Der hat dann halt ganz viele Sprecher. Aber das Spiel selbst ist tatsächlich, hat er irgendwie über jetzt 5 Jahre komplett selbst gemacht. Wisst ihr, was ich mal machen würde? Ich würde mal meinen Spielstand laden. Und mal nicht in die in das Buch reingucken, weil ich euch ja nicht die Schicksale spoilen will. Aber ich möchte gerne mal die Struktur zeigen, okay, die dieses Spiel innehat später im Spiel.
Betrayer heißt das Spiel, schreibt Dani. Ja. Betrayer, ja, genau. Danke. Also erstmal, man sieht, hier ist alles voll Leichen, weil ich die halt alle freigeschaltet habe. Ja. Und ich kann halt jetzt überall im Schiff hin. Also wir müssen uns jetzt keine Sorgen um Spoiler machen. Nee, ich gucke mir halt ich werde mir jetzt im Buch nichts angucken. Okay. Damit ihr da von den Schicksalen her nichts erfahrt. Ich möchte aber nochmal eine Erinnerung zeigen, die ich super cool finde, die halt jetzt in 5 Minuten später kommen würde. Nur dann spare ich mir jetzt die 5 Minuten von Erinnerungen, die irgendwie Sachen machen. Könnt ihr nämlich mal gucken. Das. Hä? Mhm. Was war das? Hä? Was ist das denn? So, man sieht, ich war jetzt auch sofort hier drin. Es gab keinen großen Übergang oder so. Ja. Ne, ich habe das weggeklickt, bin sofort hier drin und kann jetzt halt, wenn ich wollte, von hier aus auch direkt in frühe Erinnerungen rein. Ah, okay. Und der skippt halt. Zack, bin ich direkt hier drin. Jesus Christ, was ist das denn für ein Vieh? Das wollte ich nur noch mal. Eine Krabbenspinne. Damit man mal sieht, in welche Richtungen. Die Dinger habe ich gerade erst in Shadow Tower bekämpft. Dieses Spiel noch. Und ich finde das halt mega abartig. Und hier, jetzt kann ich hier zum Beispiel auch in ein höheres Deck rein. Guck mal, der reitet die. Nee, geritten wird die nicht. Das ist eine. Achso, komm jetzt. Aber wie du siehst, hier kann ich jetzt 2 komplette Decks quasi erkunden. Ja. Und mir hier angucken, was mit denen wirklich passiert ist. Ah, freaky. Und jede einzelne dieser Personen, wie gesagt, du musst herausfinden, wie sie gestorben sind, wer sie sind. Von wem sie umgebracht wurden, wenn sie umgebracht wurden. Was natürlich jetzt, also ich würde jetzt behaupten, dass das nicht das allergrößte Rätsel der Menschheit-Geschichte ist, herauszufinden, wie diese beiden Personen gestorben sind. Weil wenn wir zurück in die Gegenwart sehen, sehen wir, dass ihre Leichen keine Köpfe mehr haben. Mhm. Das heißt, wir wissen, die hat halt, ja Spinnenkrebs gegessen. Dass sie geköpft wurden. Aber das ist jetzt mal so ein einzelner Tipp. Einfach, weil ich mir zeigen will, wie man sich diese Sachen erschließt. Wir sehen hier, okay, das ist irgendwie eine Waffenkammer, ne? Können auch auf der Karte gucken. Hier werden wir mal angezeigt, wo wir sind. Kanonierslager. Und hier gibt gerade einer Waffen aus. Ja. Und wir haben ja auf der Crew-Liste, da gehe ich jetzt nicht hin, weil ja ganz das alles eingetragen ist. Ja, besser wir haben nicht. Auf der Crew-Liste einen Kanonier und einen Kanonier-Steward. Also einen Kanonier-Helfer, einen Apprentice quasi. Das heißt, allein deswegen wissen wir, okay, der Typ ist sehr wahrscheinlich entweder Kanonier oder der Steward vom Kanonier. Hm? Und wenn wir von da aus mal ausgehen, und auf das Bild gehen. Leben auf der See, Skizze. Ich traue mich gerade gar nicht so richtig hinzugucken. Ja, also selbst wenn du was Einzelnes siehst, du wirst dir niemals merken können, okay. Bei welcher Person das war. Aber dieses Bild hat halt Relevanz. Weil wenn du auf diesem Bild mal guckst, du kannst dort den wiederfinden, den wir gerade sehen, der Kanonier, der Chefkanonier sein könnte. Wenn du dir halt auf dem Bild anguckst, okay, wer könnte der Chefkanonier sein und wo steht der? Dann ergibt sich kann ich vielleicht diese eine Person mal sagen, wer das ist? Einfach um zu erklären. Das muss der Chat sagen. Weißt du, was das ist? Ich fände es ganz cool. Wenn es euch nicht stört, aber wegen mir. Du kannst ja von diesen. Oder ich meine, ihr könnt ja auch einfach wegschalten, ja, falls genau. Ihr nicht auf Nummer sicher geht. Wenn wir an den Rand rum sehen, sehen wir das ja. Ja. Das ist die Person, die hier auf dem Bild quasi den Feuerbefehl gibt. Okay. Der ist hier, ohne jetzt lange auf ihm drauf zu bleiben. Der gibt den Feuerbefehl. Das heißt, das ist noch ein Hinweis dahin, dass das sehr wahrscheinlich dann nicht der Helferkanonier ist, sondern der Chefkanonier ist. Und so erschließt du dir dann nach und nach, wer das ist. Okay. Und ich finde das super cool, dass du dann auch wieder in dein Buch, auf das Bild, in das Bild reingehen musst, hier so ein bisschen noch anguckst, was sonst noch wer macht. Und das ist das Spiel. Dass du halt dann später im Spiel nicht mehr dir groß anguckst, okay, was passiert hier? Du guckst dir an, was passiert, aber du hörst nicht mehr diesen Dialogen ewig zu und wartest darauf, dass was passiert, ja. Sondern du gehst komplett ganz schnell von Erinnerung zu Erinnerung und erschließt dir so nach und nach. Ich mag diesen Twist mit den großen Seekreaturen sehr, sehr gern. Das macht das direkt zu einem sehr viel interessanteren Szenario. Ja. Deswegen wollte ich es auch zeigen. Und wie gesagt, das war jetzt kein wirklicher großer Spoiler, weil jetzt 5 Minuten später hättest du auch die Spiele. Ja, genau. Du hast es durchgespielt inzwischen, oder? Ich habe vorgestern durchgespielt. Ist es denn was, wo du am Ende eine klare Geschichte vor Augen hast, die zufriedenstellend ist? Also klar ist vielleicht zu viel gesagt. Das Spiel erzählt sich bewusst nur ungefähr. Ja. Ich weiß aber, was auf diesem Schiff passiert ist. Und ich weiß auch, wieso was auf dem Schiff passiert. Also ich glaube zu wissen, warum diese Kreaturen hier auf dem Schiff irgendwann waren. Aber das ist jetzt nicht so, dass du wirklich von A bis Z
komplett weißt, was passiert ist. Ja, nee, es bleibt bewusst ungefähr. Das würde ich jetzt auch nicht erwarten, aber dass man, also so ein bisschen Interpretationsspielraum und so, das gibt's auch. Genau, auf jeden Fall. Also läuft jetzt auf dem Meer. Ja, da blinkt irgendwas. Keine Ahnung. Das bleibt dann ungefähr, aber gibt natürlich die Möglichkeit, du kannst auf dem im Internet gibt es diverse sehr spannende Diskussionen über einzelne Schicksale. Aber guck mal, warum ist der denn da gewesen? So nach dem Motto, wollen Leute sich das versuchen zu erschließen. Und es gibt jemanden, der mit Screenshots aus den Büchern quasi chronologisch jedes einzelne Schicksal nochmal erklärt und geschichtlich aufbereitet hat. quasi diese komplette Geschichte chronologisch aufgeschrieben hat, was super cool ist. Return of the Obra Dinn, the novel. Ja, so ein bisschen, genau. Und das ist Return of the Obra Dinn. Sehr schön. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Kostet, glaube ich, auch nur 15 Euro oder so. Also ich glaube, du hast es ja am Anfang als einzigartig bezeichnet. Ja. Und mir fällt jetzt auch wenig ein, was dem gleich käme. Ja, same hier. Ich glaube, mit sowas wie den Sherlock-Holmes-Spielen kann man es am ehesten vergleichen. Ja, das sind ja auch noch mehr klassische Adventures. Genau. Naja, du kannst ja mal einen schönen Frame machen hier vom Meer. Dann können wir damit gleich rausgehen. Weil das hier sieht eigentlich ganz schick aus. Also ich weiß nicht, ich mag diesen Grafikstil ganz gern. Ja, ich auch. Das war auch erst was ich zuerst irgendwie mir nicht ja, ich hab's ganz bisher, vorstellen konnte. Ich habe es wirklich bis vor diesem Stream hier nur auf Screenshots gesehen. Ah, okay. Und da war es auch so, okay, ist das nicht anstrengend? Aber nö, finde ich gar nicht. Finde ich auch nicht. Ich finde es sehr schick. Gut, dann soll es das gewesen sein für heute, für den Stream. Vielen Dank an alle fürs Zuschauen. Vielen Dank an alle Abonnenten fürs Abonnieren. Ihr könnt uns außerdem auf Patreon und Steady unterstützen. Die Links findet ihr eventuell gleich im Chat, ansonsten aber auch in der Beschreibung. Mein Chat aktualisiert sich gerade nicht, deswegen sehe ich es gerade nicht mehr. Oh nein. Aber du siehst es ja bei dir, glaube ich, noch. Ja. Und schaltest du gleich einfach auf Vollbild und uns aus, dass man nur noch das hier sieht? Auch uns, also ohne das Overlay. Nee, ich meine einfach das Hookbild genau. Rüber. Genau. Das hatte ich vor. Genau. Okay, dann seht ihr jetzt gleich nur noch ein bisschen das Spiel. Endlich die Piranha-Pflanze, Tom. Endlich die Piranha-Pflanze in Smash Bros. Das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss. Schaut From Software to Souls, schaut die Call of Cthulhu Review Talk Ding und alles. Obscure auf Time to 3. Ey! Und heute Abend und jetzt gerade auch noch was anderes auf Time to 3, was vor 12 Minuten erschienen ist. Ja, genau, vor 12 Minuten. Wir können es ja sagen, oder? Deltarune. Vor 12 Minuten ist auf Deltarune, genau. Undertale 2 haben Tom und ich gestern direkt spontan gespielt. Ihr könnt uns dabei beobachten. Wir sind mega aktuell. Der Durchbruch kommt jetzt. Geil. Ja. Bis später. Auf Wiedersehen. Und tschüss.